Im 13. Jahrhundert blickt die christliche Welt auf Schottland. Der Thron ist verwaist, das Land steht kurz vor einem Bürgerkrieg. In diesen Wirren tritt ein Mann auf, der Schottlands größter König werden sollte. Dies ist die Geschichte von Robert the Bruce und seinem unerbittlichen Ringen um die schottische Krone. In einer Zeit blutiger Kriege zeigt sich Robert the Bruce als tapferer und kluger König, aber auch als niederträchtiger Mörder. Geschichte machen diejenigen, die über den unbedingten Willen zum Sieg verfügen. Und zwar um jeden Preis. Januar 1306. Der Schotte Robert the Bruce, Lord von Annandale, Earl von Carrick, besucht seine englischen Besitzungen. Dort erfährt er, dass König Edward I. von England ihn verhaften lassen will. Sein Leben ist in Gefahr. Er muss sofort nach Schottland zurück, in das Land, über das er herrschen will. Die Schotten machen gerade eine der turbulentesten Zeiten ihrer Geschichte durch. Sie haben keinen eigenen König mehr und müssen sich gegen die Übermacht der Engländer unter Edward I. wehren. In 1306. Schottland war bis 1306 weitgehend unter englischer Kontrolle. Edward I. von England hatte Schottland ganz und gar und äußerst brutal unterworfen. Edward sah Schottland nicht als selbstständiges Königreich. Für ihn war das schottische Land ein Teil von England, wie Wales und Irland. Nur das war es für Edward, auf alle Fälle kein Königreich mehr. Der Niedergang Schottlands als selbstständige Nation begann viel früher. 1286 kam König Alexander III. Bei einem nächtlichen Reitunfall ums Leben. Seine Enkelin, die einzige Thronerbin, Margaret, Maid von Norwegen, starb 1290 während einer stürmischen Überfahrt nach Schottland. Von da an hatte das Land keinen Monarchen mehr. Der Tod unseres Königs Alexander ließ eine gute Institution zur Belastung werden. Das war der entscheidende Wendepunkt. Margaret starb unglücklicherweise bei der Überfahrt. Sie sollte Edwards Sohn heiraten, den künftigen Edward II. Diese dynastische Verbindung hätte zu einer Union von Schottland und England geführt, und das Jahrhunderte, bevor es tatsächlich dazu kam. Es gab die Vorstellung, dass bald ein König kommen und den Thron an sich reißen würde. Das war ein großes Problem für die Schotten. König Alexanders Haus war ausgestorben. Überall gab es jetzt Gruppierungen, die den Thron für sich forderten. 13 Bewerber erhoben Anspruch auf den Thron. Aber nur zwei Kandidaten kamen wirklich in Frage. John Balliol und Robert Bruce der Ältere, der gleichnamige Großvater des späteren Königs. Der Enkel dieses Mannes und künftige Nationalheld ist 1290 noch ein junger Mann. Aber er kennt die politische Konstellation sehr genau. Um ihn zu verstehen, muss man einen Blick auf Roberts Kindheit und Familie werfen. Es muss schon etwas Besonderes gewesen sein, auf den großen Besitzungen der Familie wie in Turnberry Castle aufzuwachsen, erzogen vom Großvater mit seinem Thronanspruch. Mit seinen glanzvollen Auftritten bei Ritterturnieren würde man ihn heute einen Playboy nennen. König Edward I. empfand freundschaftliche Gefühle für den jungen Robert the Bruce. Ihm imponierten dessen militärische Talente. Der junge Robert the Bruce war ein Mann mit einer glänzenden Zukunft und Erbe von Titeln und Ländereien in Schottland und England. In einer Zeit ritterlicher Kultur erlangte er schnell den Ruf, einer der edelsten Ritter der Christenheit zu sein. Falls der Thronanspruch seiner Familie anerkannt würde, fiele ihm bald sogar noch ein Königreich zu. Familienoberhaupt in Roberts Jugend war sein gleichnamiger Großvater Robert Bruce der Ältere. Das muss ein ganz außergewöhnlicher Mann gewesen sein. Er hatte an Kreuzzügen teilgenommen und war Großgrundbesitzer in England und Schottland. Er besaß ungeheuren Einfluss auf seinen Enkel, den jungen Robert. Er erzog ihn in dem Glauben, seine Familie habe einen berechtigten Anspruch auf den Thron. Dieses Ziel müsse man unbeirrt verfolgen. Aber der Weg zum Thron ist voller Hindernisse.
John Balliol macht seinen Anspruch geltend. Seine Mutter ist eine Cousine von Robert Bruce, dem Älteren. Er wird durch den mächtigen Comyn-Clan unterstützt. Die Comyns sind erbitterte Rivalen der Familie Bruce. Good to see you. Good, Johnny. Die Balliols und die Comyns waren wirklich sehr eng verbündet. John Balliols Schwester heiratete John Comyn. Das war für beide Familien von größter machtpolitischer Wichtigkeit. Die Balliols brachten ihre königliche Abstammung ein. Als diese Allianz geschmiedet wurde, regierten die Comyns wie Vizekönige in Nordschottland. Diese Kombination stärkte ihre politische Macht. Die Schotten konnten sich auf keinen Thronfolger einigen. Es drohte ein Bürgerkrieg zwischen den rivalisierenden Clans. Nur eine geachtete Autorität von außerhalb konnte entscheiden, wer der rechtmäßige Thronerbe ist. Und so wandte sich der schottische Adel an König Edward I. von England, einen Mann, der von jeher als Freund des Landes galt. Er war der Schwager des verstorbenen Schottenkönigs und stand dem Thron sehr nah. Die Schotten mussten jemanden von außen holen. Edward galt in ganz Europa als fähiger König, er war ihr Nachbar. Das erschien sinnvoll. Aber Edward I. war so etwas wie ein Imperialist. Er hatte französische Besitzungen. Er versuchte, Aquitanien zurückzuerobern. Edward hat, wie jeder weiß, die Waliser brutal unterjocht. Deshalb muss man sich schon etwas über die Schotten wundern. In 1291 versammelt Edward Schottlands Adel um sich, um über den Thron des Landes zu entscheiden. Bald jedoch wird den Schotten klar, dass der Mann, den sie als Freund gerufen haben, seine Rolle völlig anders sieht. Edward tritt nicht als Schlichter auf. Er versteht sich als oberster Lehnsherr aller Schotten, der einen König einfach per Dekret einsetzen kann. Für Edward sind die Schotten keine Verbündeten mehr. Das freundschaftliche Verhältnis endete für ihn mit dem Tod Alexanders III. Nach Alexanders Tod gibt es keine persönliche Verbindung mehr. Edward will sich Schottland untertan machen. Oder zumindest die Gelegenheit nutzen, seine Oberherrschaft zu etablieren. Jetzt will Edward I. Schottland erobern und seinem Reich einfach angliedern. Für den Fall, dass die Schotten an Widerstand denken, zieht Edward an der Grenze eine schlagkräftige Armee zusammen. Edward ist es völlig egal, ob Robert Bruce der Ältere oder John Balliol auf den Thron kommt. Er hat vor, die Herrschaft des einen wie des anderen zu untergraben. Edwards Absichten im Hinblick auf ihren Thron lassen viele Schotten aufhorchen. Der Clan von Robert Bruce, dem Älteren, vertraut auf sein persönliches Verhältnis zum englischen König. Die Familie glaubte, Edward würde in ihr das künftige Herrscherhaus sehen. Robert Bruce der Ältere und Edward der Erste hatten gemeinsam an Kreuzzügen teilgenommen. Sie waren so etwas wie Waffenbrüder. Edward hatte großen Respekt vor den Leistungen dieses Mannes. Vielleicht fand Edward einige von dessen Charakterzügen im jungen Robert the Bruce wieder. Aber alte Freundschaft reicht bei Edward nicht aus. Roberts Familie ist enttäuscht, als sich der englische König für John Balliol entscheidet. Als John der Erste von Schottland soll er der nächste König werden. Diese Entscheidung entspricht vollkommen den rechtlichen Vorstellungen dieser Epoche. Erstgeburtsrecht. Der erstgeborene Sohn erbt. John Balliol kommt einem erstgeborenen Sohn von Alexander III. Am nächsten. Den meisten war wohl klar, dass John Balliol den stärksten Anspruch hatte. Aber die Familie von Robert the Bruce hat behauptet, dass König Edward John Balliol willkürlich ausgewählt hat, obwohl eigentlich ein Bruce auf den Thron gehörte. Es war für sie eine ausgemachte Sache, dass Edward I. nur aus Eigennutz den schwächeren Mann auf den Thron gehievt hatte. Edward wusste genau, was er wollte. Das war John Balliols Verhängnis. Egal, wer König wird, derjenige hat auf keinen Fall etwas zu sagen. John Balliol ist keine herausragende Persönlichkeit. Er hat weder Durchsetzungskraft, noch militärische Führungsqualitäten, noch leistet er etwas. Er ist ein schwacher König. Man fragt sich, ob er überhaupt etwas zu sagen hat. Zusätzlich musste er auch noch mit den Comyns fertig werden. John Balliol kennt sich in schottischer Politik nicht besonders gut aus. Anders die Comyns. Sie sagen ihm, was er zu tun hat.
John Balliols Regierungszeit beginnt 1292. Er geht in die Geschichte als König ohne Macht ein. Er wird von der Familie Comyn unterstützt und beherrscht. Aber König Edwards Einmischung macht eine effektive Ausübung der Herrschaft durch John Balliol unmöglich. Edward I. machte ständig Druck. Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, war Edwards Kriegserklärung an Frankreich. Edward verlangte von König und Adel Schottlands, ihm für seinen Frankreich-Feldzug bewaffnete Truppen bereitzustellen. Die schottische Armee war aber nur für die Verteidigung gedacht. Sie sollte nicht in Frankreich kämpfen. König John I. weigerte sich und zog so den Zorn Edwards auf sich. John Balliol verweigert Edward nicht nur seine Truppen. Er geht sogar ein Bündnis mit Frankreich ein. Er ruft die Schotten zu den Waffen. Die verhasste englische Oberhoheit soll abgeschüttelt werden. Aber nicht alle Schotten stellen sich hinter ihren König. Für den Bruce Clan ist das John Balliols Krieg. Deshalb lehnen sie es ab, unter dem Banner ihres Rivalen in den Krieg zu ziehen. Stattdessen gehen sie auf Edwards Seite über. Nicht die erste und nicht die letzte Tat, die ihnen später den Ruf von Verrätern einträgt. Die Vorstellung, sie seien Verräter, ist eine völlige Verkennung der mittelalterlichen Gegebenheiten. Das war reine Machtpolitik. Es ging um die Bildung starker Allianzen. Wenn das mit dem englischen König möglich war und wenn es den Bruces oder irgendeinem anderen in Schottland nutzte, dann zögerte keiner lange. Robert the Bruce und seine Familie konnte gar nicht daran gelegen sein, John Balliols Herrschaft zu unterstützen. Der Graben zwischen ihnen und dem König mit seinen Anhängern war schon zu tief. Als Edward I. in Schottland einfällt, unterwirft sich der Vater von Robert the Bruce samt seiner Familie. Es ist wahrscheinlich, dass Robert the Bruce, der spätere König Schottlands, in Edwards Heer dient. Ziemlich sicher ist, dass er sich zusammen mit seinem Vater Edward I. unterwirft. Im März 1296 marschieren Edwards Truppen in Schottland ein. Bevor es zu ersten Kämpfen kommt, wird John Balliol den Clan von Robert the Bruce bestrafen. Die Bruces stehen auf Edwards Seite. Zur Strafe verlieren sie ihre Besitzungen in Schottland. John Balliol schenkt sie ironischerweise den Comyns, ihren erbitterten Rivalen. Man muss berücksichtigen, dass ihre Besitzungen in England viel umfangreicher waren als die in Schottland. Eine der bedeutendsten Triebfedern mittelalterlicher Politik war der Erwerb und wichtiger noch die Sicherung von Landbesitz. Den Bruces muss damals klar gewesen sein, dass sie im Süden eine glanzvollere Zukunft haben als im barbarischen Norden. Für den jungen Robert the Bruce ist das die Chance, sein militärisches Geschick unter Beweis zu stellen. Die Bruces sollen die Festung Carlisle auf englischem Boden gegen die Schotten halten. Das ist sehr interessant. Die erste wirklich militärische Aktion im schottischen Unabhängigkeitskrieg war John Comyns Überfall auf das englische Carlisle. Die beiden Männer, die die Festung verteidigten, waren Robert the Bruce und sein Vater. Seit drei Generationen hatte es keine größeren militärischen Auseinandersetzungen in Schottland gegeben. Es gab also keine kriegserprobten Veteranen mehr und niemanden, der eine Armee zu führen wusste. Es ist schon erstaunlich, mit welcher Selbstüberschätzung die Comyns mit ihrer Armee in England einfallen. Und dann platzt die Seifenblase natürlich. John Balliols Strategie scheitert sehr schnell. Sie war nicht wirklich so, dass man sie hätte empfehlen können. Nachdem die Bruces den Angriff der Comyns auf England zurückgeschlagen haben, treffen Edwards Truppen beim weiteren Vordringen in Schottland auf wenig Widerstand. Bei Berwick, dem südlichen schottischen Außenposten, will Edward jetzt den Schotten zeigen, dass er ihre Revolte sehr ernst nimmt. Edward I. machte mit seiner Armee vor Berwick Halt und befahl der Stadt, sich zu ergeben. Die Einwohner weigerten sich. Am Tag darauf wurde Berwick von Edwards Truppen gestürmt. Edward statuiert ein Exempel. Er kennt keine Gnade. Alle, Männer, Frauen, Kinder, werden brutal abgeschlachtet. Die Schotten haben das Massaker von Berwick lange Zeit nicht vergessen. Es steht symbolisch für die Gräuel dieses Krieges.
Es machte jede freundschaftliche Beziehung zwischen Schottland und England für Jahrhunderte unmöglich. In nur 4 Monaten schlägt der englische König Edward I. die Schotten vernichtend. König John Balliol hat keine Wahl. Er muss sich bedingungslos ergeben. John Balliol verliert sein Königreich an Edward I. Nun hat Edward fürs Erste sein Ziel erreicht. John Balliol wird in einer Zeremonie abgesetzt. Sein Wappenschild und alle schottischen Embleme werden ihm vom Körper gerissen. Er muss auf die Knie fallen und um Vergebung für seine schrecklichen Verbrechen bitten. John Balliol geht ins Exil. Als selbstständiges Königreich besteht Schottland nur noch dem Namen nach. Der Bruce Clan wittert seine Chance. Es wird erzählt, dass der Vater von Robert the Bruce zu Edward gegangen sei. Lasst ihr euch unsere Ansprüche auf den Thron noch einmal durch den Kopf gehen, soll er gefragt haben. Edward antwortete, haben wir denn nichts Besseres zu tun, als für euch einen Thron zu beschaffen? Der Bruce Clan war beleidigt. Ihnen war klar, dass sie ihre Chance auf den Thron verpasst hatten. Damals müssen nicht nur die Bruces, sondern auch die anderen Schotten erkannt haben, dass Edward I. sich nicht zurückziehen würde. Es ging nicht nur um John Balliols Absetzung, es ging auch um die Unabhängigkeit Schottlands. Es sollte als englische Provinz regiert werden, genauso wie Wales regiert wurde. Innerhalb der schottischen Freiheitsbewegung sind die Bruces 1296 die Bösewichte. Die Krone immer fest im Blick hatten sie für England gekämpft. Keiner konnte zu diesem Zeitpunkt ahnen, dass Robert the Bruce zu einem legendären Führer und König der Schotten werden sollte. 1296 war er ja noch nicht mal das Familienoberhaupt. Nach dem Tod seines gleichnamigen Großvaters Robert Bruce des Älteren war sein Vater Chef des Clans. Der spätere König Robert I. konnte noch nicht machen, was er wollte. Auf Edwards Weisung kehrt Robert the Bruce 1297 nach Schottland zurück. Der junge Robert the Bruce wurde nach Norden geschickt, um eine Rebellion gegen die englische Herrschaft zu zerschlagen. Ihm, mit Sicherheit aber seinem Vater, muss aufgefallen sein, dass Edward I. an einer unabhängigen schottischen Monarchie gar nicht interessiert war. Er würde sie bei ihren Ambitionen auf den Thron nicht unterstützen. Sie mussten sich schon selbst darum kümmern. In Schottland hat sich das politische Klima geändert. Es entsteht eine nationalistische Bewegung, die sich um die starke Führungspersönlichkeit von William Wallace gruppiert. William Wallace ist der 2. Sohn eines unbedeutenden Ritters an der schottischen Westküste. Er macht als charismatische, starke und unangepasste Persönlichkeit von sich reden, noch bevor die Engländer einfallen und die Macht übernehmen. Robert the Bruce steht am Anfang seiner politischen Karriere, wie ein Chronist es formuliert, als William Wallace seinen Aufstand beginnt. Robert the Bruce, der künftige König, schließt sich William mit den Worten an, kein Mann kämpft gegen sein eigen Fleisch und Blut. Ich muss der Nation beistehen, zu der ich gehöre. Robert the Bruce lässt sich von der Welle der Begeisterung mitreißen, die die Rebellion von Wallace auslöst, in dem Glauben, seine Beteiligung sei genau das Richtige für ihn. Doch paradoxerweise ist es genau das nicht, weil er damit alle wichtigen englischen Besitzungen seiner Familie aufs Spiel setzt. Robert the Bruce unterstützt Wallace bei dem Versuch, wieder ein unabhängiges schottisches Königreich zu errichten. Das markiert den Beginn seines Freiheitskampfes. Doch Ende 1298 findet sich Robert the Bruce auf der Verliererseite wieder. Alle Hoffnungen auf den Thron, die mit der Rebellion des gescheiterten Wallace verbunden waren, sind zunichte gemacht. Die Schotten versuchen es jetzt mit dem alten System zweier Regenten. Nur der gemeinsame Feind, König Edward I., schweißt die beiden Amtsinhaber zusammen. Diese Regenten bildeten einen Rat, der in Zeiten ohne einen Monarchen regiert. Nach der Niederlage von Wallace 1298 wird Robert the Bruce an der Seite von John Comyn 2. Regent. Robert ist nun im Zentrum der Macht. Er muss aber auch mit John eng zusammenarbeiten, seinem Gegenspieler.
Robert the Bruce hat es ziemlich weit gebracht. Schließlich gilt er als Außenseiter. Die Commons besitzen den größten politischen Einfluss, dass er nun mit ihnen gleichzieht. Sagt viel über das, was er im Vorjahr erreicht hat. Aber das ist keine Liebesheirat. Die beiden jungen Männer kommen nicht miteinander aus. Wie sich bei einem Treffen in Peebles zeigt. John Common stürzte sich auf Robert the Bruce. Es geht noch immer um die Frage, wer denn der rechtmäßige König von Schottland ist. Kein Wunder, dass dieser Regentschaftsrat scheiterte. Ein Schiedsrichter musste her. Comyn trauert noch immer Balliol nach. Robert ist für ihn ein Verräter. Die Commons argwöhnen, dass die Familie von Bruce ihren Thronanspruch erneut geltend machen könnte. Sie würden ganz einfach behaupten, John Balliol käme nie mehr nach Hause. Viele ihrer Treffen endeten im Streit. Es kommt zu tätlichen Auseinandersetzungen. Um Frieden zwischen den beiden zu stiften, wird ihnen 1299 Bischof William Lamberton als dritter Regent an die Seite gestellt. Dennoch tritt Robert the Bruce 1300 vom Rat zurück. Während seiner Zeit als Regent bekam Bruce wichtige Einsichten in die Politik des Landes. Er weiß nun, welchen Kurs Schottland künftig einzuschlagen hat. Ihm muss klar geworden sein, dass der Regentschaftsrat auf Dauer den König nicht ersetzen konnte. Seine Zeitgenossen datieren den Beginn seiner entscheidenden Aktivitäten auf das Jahr 1297. Von da an war Robert the Bruce jedes Mittel recht, die Krone zu bekommen. Dafür musste er es mit einem der mächtigsten Männer der damaligen Welt aufnehmen. König Edward I. ist noch immer fest entschlossen, Schottland zu erobern. Doch in den Jahren nach dem Sieg über Wallace kann er sich nicht voll auf das Land konzentrieren. Eine größere Offensive war vor 1303 nicht denkbar, da die Engländer andernorts Streitigkeiten hatten, Krieg in Frankreich und interne Querelen. Edward I. hat genug Schwierigkeiten zu Hause, hauptsächlich finanzieller Art, und Probleme, Soldaten zu rekrutieren. Ihm fällt es ja schon schwer, seine Garnisonen in Schottland zu unterhalten. Wie soll er da auch noch eine Armee aufstellen? Während Edward I. notgedrungen von Schottland ablassen muss, sieht der abgesetzte John Balliol wieder Licht am Horizont. Viele glauben, dass Balliol zurückkehrt. Edward unterstellt ihn päpstlicher Aufsicht. Der Papst übergibt ihn 1301 an die Franzosen. Das konnte Balliol nur so verstehen. Lass dir eine französische Armee geben, geh heim und befreie Schottland. 5 Jahre lang setzten Grenzgefechte vor allem den Besitzungen von Robert the Bruce schwer zu. Mit seinem Eintreten für die schottische Sache hat er Ansehen und Besitz in England verloren. Um an die Krone zu kommen, hat er alles aufs Spiel gesetzt. Und jetzt ist da auch noch John Balliol, der ihm den Thron erneut streitig zu machen versucht. Wieder einmal sieht Robert the Bruce seine Zukunft eher durch ein Bündnis mit England gesichert, was auch so war. Er war ein unerbittlicher Feind der Balliols. Wäre John Balliol als König zurückgekehrt, dann hätte es für die Bruces keine Zukunft in Schottland mehr gegeben. 1302 wechselt Robert the Bruce erneut die Fronten. Er unterwirft sich Edward und bittet um Vergebung. Robert the Bruce war schlecht beraten, sich dem Freiheitskampf anzuschließen. Weil er sich vom König eine vielversprechende Zukunft erhofft, huldigt er ihm jetzt aufs Neue. Eigentlich muss König Edward über Roberts Rückkehr sehr froh gewesen sein. Er war für ihn ein großer Hoffnungsträger. Um der guten Dienste willen, die Robert zukünftig zu leisten verspricht, nimmt der König ihn wieder in seine Gnade auf. Der Clan der Bruces ist noch immer auf die Krone aus. Kehrt John Balliol aber zurück, ist Robert the Bruce chancenlos. König Edward I. fürchtet, Schottland könnte wieder an John Balliol fallen. Deshalb gestattet er, Robert the Bruce seinen Anspruch auf den Thron tatkräftig zu verfolgen. Robert war Vollblutpolitiker. Sollte er auf den Thron gelangen, könnte er alles erreichen, was er sich vorgenommen hatte. Doch bis dahin galt es zu überleben, um jeden Preis. Zweifellos war Robert in den Glauben erzogen worden, seine Familie habe den größten Anspruch auf die Krone. Das hat er, glaube ich, nie vergessen. Man hatte ihn darauf geeicht, jede erfolgversprechende Gelegenheit zu ergreifen. Ein Bruce als König. Von diesem Gedanken muss er geradezu besessen gewesen sein.
Diese Obsession hat Robert Sir Bruce erneut in ein Bündnis mit Schottlands größtem Feind geführt. Das heißt, der einstige Regent von Schottland kämpft jetzt nicht mehr für die Freiheit seiner Heimat. Der große Freiheitskämpfer dieser Tage ist ein anderer, sein erbitterter Rivale John Comyn. John Comyn galt als Führer der politischen Elite Schottlands. Tatsächlich hatte John Comyn den größten Anspruch auf den schottischen Thron. Man begann gerade in diese Richtung zu denken. 1303 ist die schottische Krone für Robert Sir Bruce fast unerreichbar. Doch das politische Klima wandelt sich dramatisch. Ein geschwächtes Frankreich muss seine Parteinahme für die schottische Unabhängigkeit und den Krieg mit England beenden. Ohne französische Hilfe kann Balliol aber nicht zurück. 1303 waren Edwards Feldzüge äußerst erfolgreich. Er beschließt, sich nun voll auf Schottland zu konzentrieren. Edwards Friedensschluss mit Frankreich wird bekräftigt durch die Verlobung seines Sohnes, des künftigen Edward II. Mit Isabella, Tochter des Königs von Frankreich. Nun konzentriert sich Edward wieder auf Schottland. Das Datum für eine groß angelegte Invasion wird auf Mai 1303 festgelegt. Edward I. ruft seine Leute zu den Waffen. Jetzt sieht er die Gelegenheit, Schottland endgültig zu erobern. You do realize, do not. This is our finest opportunity to conquer the Scots. I do indeed. Edward wollte diese Eroberung rücksichtslos durchziehen, egal wie lange dieser Feldzug dauern sollte. Dafür brauchte er eine starke Armee, die auch in Schottland überwintern konnte. Edward setzte seine Eroberungsversuche fort. Von der West- und von der Ostküste aus will Edward Schottland in die Zange nehmen. Wenn sich Edward etwas vornimmt, dann will er es auch zu Ende bringen. Selbst ein langer, harter Winter kann den zu allem entschlossenen Edward nicht aufhalten. Im Mai 1303 steht die englische Armee in noch nie dagewesener Stärke an der schottischen Grenze. Sie ist so gewaltig, dass die Schotten ihr nicht viel entgegenzusetzen haben. Die Engländer sind den Schotten zahlenmäßig überlegen. Sie besitzen eine gewaltige, bewaffnete Kavallerie. Viele, viele Ritter in Rüstung. Sie sind ihnen 3, 4, 5 Mal überlegen. Der Feldzug 1303 bringt Edward den Beinamen Schottenhammer ein. Dem Anführer des schottischen Widerstandes, John Comyn, bleibt nichts anderes übrig, als im Februar 1304 einen Friedensvertrag zu unterzeichnen. Jetzt muss Edward nur noch die mächtige Festung Stirling Castle erobern. Edward hatte damals ein neues Spielzeug, den Kriegswolf, den er in Aktion zu sehen wünschte. Wahrscheinlich ein Katapult, das die Mauern von Stirling Castle zum Einsturz bringen sollte. Die Steingeschosse der Wurfmaschine sollten möglichst viel Schaden anrichten. Die Belagerten riefen, wir ergeben uns. Aber Edward antwortete, nein, ich muss die Maschine noch ausprobieren. Als er sie schließlich auffordert, sich zu ergeben, weigern sie sich. Und er bestraft sie nach den Regeln damaliger Kriege. Und wieder ist er gnadenlos. Mit diesem Massaker tut er seinem Ruf in Schottland keinen Gefallen. Aber er fühlt sich natürlich völlig im Recht. Robert Sir Bruce hält zu den Engländern. Gegen das von Comyn geführte Schottland. Nachdem er wieder Edwards Gunst erlangt hatte, zeigte er sehr viel Engagement. Er wurde Sheriff von Lanark und Ayr. Zu dieser Zeit konnte er gar nicht anders. Er musste wie ein treuer Vasall Edwards wirken. Erst später zeigte sich, dass er ganz andere Motive hatte. Während König Edward I. und John Comyn Krieg führen, sucht Robert Sir Bruce nach neuen Verbündeten. Nachdem der schottische Widerstand bezwungen ist, kommt er seinem Ziel wieder etwas näher. 1304 schließt Bruce einen Pakt mit Bischof Lamberton. Sie verpflichten sich zu gegenseitiger Hilfe. Robert the Bruce macht Reklame für sich.
Er sagt den Schotten, John Balliol kehrt nicht zurück. Warum nehmt ihr nicht mich? Wir haben es hier mit einem ausgeklügelten System von Bündnissen zu tun. Da liegt was in der Luft. Änderungen kündigen sich an. Noch ist nicht ganz klar, was. Aber irgendetwas braut sich da zusammen. John Comyn muss herausfinden, was im Gange ist. Für ihn ist es überlebenswichtig. Robert the Bruce wird klar, dass er sich mit John Comyn irgendwie einigen muss. Nicht nur wegen Comyns Thronanspruch, sondern auch, weil Comyn der führende Mann von John Balliols Partei ist. Die beiden sprechen sich ab. Einige Chronisten berichten von dieser Übereinkunft. Wer von ihnen König wird, soll dem anderen seine Besitzungen schenken. Land im Tausch für einen Titel. Das soll der Handel gewesen sein. Robert the Bruce musste eine Übereinkunft mit John Comyn erzielen. Das könnte also durchaus wahr sein. Hinweise auf eine solche Abmachung finden sich in schottischen und auch in englischen Quellen. Möglicherweise macht John Comyn nur deshalb mit, weil er sich nicht sicher ist, wie viel Rückhalt Robert the Bruce in Schottland hat. Mit Comyns Unterstützung nimmt Robert the Bruce das Spiel um den Thron von Neuem auf. Doch die Chroniken erzählen auch, dass Comyn kein Verbündeter, sondern nach wie vor ein erbitterter Gegner von Robert war. Sie berichten, dass Robert the Bruce Edward I. wieder einmal verraten hat. Und so steckte es auch John Comyn, dem englischen König. Eine fantastische Geschichte. Bei einem Aufenthalt in London erfährt Bruce von seinem Cousin, dem Grafen von Gloucester, dass Comyn ihn verraten hat und Edward seinen Kopf will. Auch der Cousin muss sich vor König Edwards Zorn fürchten. Deshalb lässt der Graf von Gloucester ihm in der Nacht einen Schilling und ein paar Sporen übergeben. Die simple Botschaft lautet, der Schilling trägt den Kopf des Königs und hier sind die Sporen. Damit ist gemeint, mach dich aus dem Staub, Edward ist hinter dir her. 4 Jahre lang war Robert the Bruce ein enger Verbündeter von Edward I. Vom Januar 1306 an sind sie erbitterte und gefährliche Feinde. Edward missfiel, dass Robert the Bruce so gehandelt hatte. Und deshalb ist es auch verständlich, dass Bruce nach Schottland floh. Seine Flucht aus Lebensgefahr wurde Teil der Legende. Sicher ist, dass Robert the Bruce nach 1306 niemals mehr als Freund nach England zurückkehren würde. Er hatte die Seiten einfach zu häufig gewechselt. Ob John Comyn Robert the Bruce wirklich verraten hat, lässt sich nach so langer Zeit nicht mehr feststellen. Belegt ist jedoch, dass es im Februar 1306 ein schicksalhaftes Treffen zwischen beiden gab. Wir wissen, dass es schon 1299 zu einer Schlägerei gekommen war. Ihre Beziehung war äußerst schwierig. Wer seinem Gegenüber misstraute, traf ihn am besten an geweihter Stätte, in der Kirche. Das galt ganz besonders, wenn der eine dem anderen Verrat vorwarf. Sie hatten ihre Aussprache direkt vor dem Hochaltar geplant, wo ein Vertrauensbruch nicht zu befürchten war. Beide vertrauten auf den Schutz Gottes. Robert the Bruce glaubte natürlich, dass John Comyn ihn an König Edward verraten hatte. Und John Comyn war sich wohl bewusst, dass Robert the Bruce genau das dachte. Thema ihrer Unterredung dürften sicher die jeweiligen Zukunftsaussichten gewesen sein. Sie sprachen, denke ich, darüber, wer König werden sollte und wie das zu machen sei. Vielleicht wollte Robert the Bruce John Comyn auch zur Rede stellen, weil er glaubte, dass dieser ihn an Edward I. verraten hatte. Comyn stellt klar, dass König John Balliol von Edward I. einem Ausländer abgesetzt worden ist. Roberts Ambitionen auf den Thron sind für ihn Hochverrat. Wie sich schon 1299 gezeigt hatte, war Comyn nicht gerade sehr diplomatisch. Die gegensätzlichen Auffassungen, ob es noch einen König in Schottland gibt, prallen heftig aufeinander. Nach gegenseitigen Beschuldigungen, und zwar des Hochverrats, kommt es zum Eklat. Comyn spricht vom Verräter-Clan der Bruce. Am Ende schrien sie sich nur noch gegenseitig an. Gewalt liegt in der Luft. Für beide geht es jetzt um alles oder nichts. Kein Wunder, dass die beiden Männer aufeinander losgehen. Yeah!
Robert the Bruce verliert die Nerven und sticht Comyn nieder. Dann ergreift er die Flucht. Am Ende ist Comyn tot. Damit gibt es keinen mehr, der dem Anspruch von Robert the Bruce auf den Thron im Wege steht. Das Treffen in der Greyfriars Church dauerte nur wenige Minuten. Doch seine Folgen sollten den Lauf der schottischen Geschichte ändern. Die meisten Historiker gehen davon aus, dass diese Tat im Affekt begangen wurde, also nicht vorsätzlich. Robert the Bruce war sich der Tatsache bewusst, dass ihm jetzt auch die Commons nach dem Leben trachten, ganz zu schweigen von König Edward I. Dies ist das Schlimmste für einen Mann, der König werden will. Er tötet einen Menschen am Altar. Das bedeutet seine sofortige Exkommunikation. Auf lange Sicht war es für Robert the Bruce sicher das Beste, dass er Comyn getötet hatte. Er wäre ihm immer im Weg gewesen. Doch nach der Tat muss er gedacht haben, die ganze Welt falle über ihn her. Durch die Ermordung John Comyns hat sich Robert the Bruce in die schwierigste Lage seines Lebens gebracht. Der König von England sieht in ihm einen Verräter. Außerdem hat er den mächtigsten Mann Schottlands auf dem Gewissen. Jetzt muss er schnell handeln. Wenn er nichts unternimmt, ist das sein Ende. Wenn er aber schnell den nächsten Schachzug macht, gehört Schottland ihm. Er hat nur eine einzige Chance. Er muss die schottische Kirche um Vergebung und Unterstützung bitten. Die damalige schottische Kirche kann man als Hort des Patriotismus sehen. Viele Bischöfe waren Soldaten im Bischofsgewand. Im Herzen waren sie Krieger und so führten sie sich auch auf. Robert the Bruce schwört, die schottische Kirche zu unterstützen und erhält dafür von Bischof Wishart von Glasgow die Absolution. Jetzt weiß er wenigstens, dass die Kirche in Schottland zu ihm steht. Robert the Bruce ist jetzt der einzig mögliche Thronanwärter. Mit der Kirche an seiner Seite findet er genügend Unterstützung, um als der nächste König Schottlands ausgerufen zu werden. Am 25. März des Jahres 1306, auf den Tag genau 10 Jahre nach dem Beginn der Feindseligkeiten mit England, wird aus Robert the Bruce, Lord von Annandale, Earl von Carrick, im Augustinerkloster von Scone, König Robert I. von Schottland. Diese Krönung ist ein Meilenstein in seiner persönlichen Entwicklung. Von diesem Zeitpunkt an verkörpert er den Führer seines Volkes. In seinen Händen liegt jetzt das Wohlergehen Schottlands als einer unabhängigen Nation. Aber diese Krönung ist nicht das, was Robert I. erwartet hatte. Er ist zwar jetzt König der Schotten, aber einer, der erst einmal um sein Königreich kämpfen muss. Die Krönung war für ihn ein Wendepunkt, nicht das Erreichen eines Ziels. Es gab noch viel zu tun. Viele hassten ihn. Er musste hart arbeiten, um den Respekt seiner Landsleute zu gewinnen. Die Thronbesteigung von Robert the Bruce eröffnet keinesfalls ein neues Kapitel schottischer Geschichte. Dennoch war es die gefährlichste Zeit seiner Herrschaft mit einem Feind im eigenen Land und einem in England. Beide verbündeten sich schnell gegen ihn. Im Frühjahr des Jahres 1306 standen alle Wetten gegen ihn. 1000 oder 1.000.000 zu 1, um ehrlich zu sein. Robert I. hat England und Schottland größtenteils gegen sich. In London herrscht Aufregung, als erste Berichte aus Schottland eintreffen. Edward I. muss außer sich gewesen sein, als die Gerüchte um Bruces Tat sich bestätigten und dieser 6 Wochen später auch noch den Thron bestieg. Zu ungeheuerlich erscheinen ihm diese Taten, aber sein Sohn zerstreut die letzten Zweifel. Diesmal hatte Edward gute Gründe für seine Wut. Das war schiere Undankbarkeit von Robert the Bruce und dazu kam noch ein äußerst gemeiner, ja ruchloser Mord. Bevor er handelt, will Edward weitere Details wissen. Aufgebracht wie er ist, lässt er seinen unbändigen Zorn an seiner nächsten Umgebung aus. Was Edward anbelangt, hat Robert the Bruce ihn ebenso wie seine eigenen Anhänger durch sein Vorgehen überrumpelt. Das Drachenbanner, mit dem Edward I. in den Krieg zieht, verkündet allen: Ich kenne keine Gnade mehr.
Aus Edwards Sicht sind Robert the Bruce und seine Leute Geächtete. Deshalb glaubt er, jetzt nach Belieben mit ihnen verfahren zu können. Er erklärt ihnen den Krieg. Innerhalb weniger Monate nach der Thronbesteigung hat Edward I. Robert the Bruce die Herrschaft über Schottland wieder nahezu ganz entrissen. Bei Perth schlagen englische Truppen seine Armee vernichtend. Im Winter 1306 muss Robert I. untertauchen. Sein Königreich besteht nur noch aus der kleinen Insel Rathlin vor der irischen Küste. Weil König Edward Robert nicht zu fassen bekommt, rächt er sich an dessen Familie. Drei von Roberts Brüdern werden hingerichtet, seine Frau und Tochter gefangen gesetzt. Diesem Familienmenschen seine Frau und seine Tochter zu entreißen und seine Brüder hinzurichten, setzt ein deutliches Zeichen, dass Edward mit der Ausrottung der Familie den Anspruch des Bruce-Clans auf den Thron ein für alle Mal aus der Welt schaffen will. Mit dem Tod König Roberts I. sollte dieser Plan seine Vollendung finden. Aber Robert bleibt am Leben. Im Februar 1307 kehrt Robert I. aufs Festland zurück und unternimmt einen letzten verzweifelten Versuch, Schottland zurückzuerobern. Er landet in seiner eigenen Grafschaft Carrick und schart die letzten Getreuen um sich. Aber angesichts der feindlichen Truppen bleibt ihm wenig Hoffnung. König Robert I. wird klar, dass er keine großen Schlachten gewinnen kann. Und deshalb wendet er eine Art Guerillataktik an. Damit war er in der Lage, einige militärische Erfolge zu erzielen. Das bedeutete eine Rückkehr zur gängigen Praxis mittelalterlicher Kriegsführung. Kleine, bewaffnete Einheiten machen die Gegend unsicher, kämpfen und versuchen, ein Gebiet zu beherrschen. Aber schließlich stellen Edwards Truppen König Robert bei Loudon Hill in Ayrshire. Hier kommt es zur entscheidenden Konfrontation mit den Engländern. Bei Loudon Hill kommt es zu einer Schlacht auf freiem Feld. Sie sollte für König Robert zum Wendepunkt werden. Bis dahin war die Sache nicht gerade gut für ihn gelaufen. Eine schmale Stelle zwischen zwei Sümpfen kommt Bruce zugute. Sie zwingt die englische Kavallerie eng zusammenzurücken, was sie daran hindert, sich zu entfalten. Das wird zum entscheidenden Vorteil für Robert I. Er siegt. Zeitgenossen berichten, dass Robert I. unmittelbar nach dieser Schlacht an Vertrauen gewann, weil die Schotten wieder an ihn zu glauben begannen. Nun war er nicht mehr der Feldherr ohne Fortun, der gegen übermächtige Widerstände kämpfte. Plötzlich dachten die Leute, vielleicht sollten wir auf den Sieger setzen. Und das taten sie auch. Nach Loudon Hill erreicht König Edward I. ein niederschmetternder Bericht über Roberts Erfolge. Sir Robert the Bruce, teilt der Briefeschreiber mit, hatte niemals zuvor das Vertrauen seiner Anhänger und des Volkes so sehr wie jetzt. Denn er hat die Macht König Edwards I. zerstört. Das englische Heer zieht sich in die Heimat zurück und wird Schottland nie wieder betreten. Edward I. darf jetzt keine Zeit verlieren. Wenn seine Kommandeure Robert I. nicht besiegen können, muss er es eben selbst tun. Edward ist schon fast 70 und krank. Da beschließt er selbst, eine Armee nach Norden zu führen. Er schwört, Robert the Bruce und alle seine Gefolgsleute rücksichtslos zu verfolgen und zu vernichten. 1307 führt Edward I. selbst eine Armee, auf einer Trage liegend, denn er ist todkrank. Den Südwesten Schottlands erreicht er noch, muss dann jedoch umkehren. Sein Zustand lässt ihm keine andere Wahl. Die Strapazen dieses erneuten Krieges sind zu viel für ihn. Am 7. Juli 1307 stirbt Edward I., König von England. Sein letzter Blick fällt auf Schottlands Grenze, das Land, dem in den letzten Lebensjahren sein ganzes Sinnen und Trachten gegolten hat. Er stirbt bei Barrow-on-Sands nahe Carlisle mit dem Blick über den Solway nach Schottland. Das Land, dessen Boden er nicht mehr betreten wird. Er befiehlt seinem Nachfolger Edward II., kocht mein Fleisch, sammelt meine Knochen und tragt sie dem Heer voran und zieht damit nach Schottland. Vollendet, was ich begonnen habe, die Unterwerfung Schottlands. Außerdem will Edward I. nicht, dass seine Gebeine in einem steinernen Sarkophag beerdigt werden, sondern in einer Bleikiste in Westminster Abbey ruhen, bis die Schotten unterworfen sind. In dieser Bleikiste liegt er noch heute. And he still lies in that lead box. Nach dem Tod seines Vaters tritt Edward II. In England ein schweres Erbe an. Ein Großteil des Adels ist mit der Politik des Königshauses nicht mehr einverstanden. Viele Adelige misstrauen den von Edward I. eingeführten Reformen und man ist es leid, Kriege gegen Frankreich und Schottland zu führen. Kein Engländer will mehr diese offensichtlich nutzlosen Feldzüge in den Norden.
Edward is in trouble. Die kommenden 6 Jahre sind für den neuen englischen König eine gefährliche Übergangszeit. Sein Königreich ist ständig am Rande eines Bürgerkriegs. König Edward II. Hat nur wenig Truppen, um gegen Schottland Krieg zu führen. Sie ermöglichen keinen entscheidenden Sieg. Sie sind kaum in der Lage, den schottischen König auch nur in eine Schlacht zu verwickeln. As a general rule, König Robert I. tut alles, um eine größere Auseinandersetzung mit Edward II. Zu vermeiden. Er weiß, dass die englische Armee sehr viel stärker ist als seine eigene. Er muss sich ja auch auf keine Schlacht einlassen. Er darf nur eines nicht, einen Krieg verlieren. Robert I. muss kraftvoll, aber intelligent vorgehen. Er muss den Feind überraschend angreifen, ihm den Nachschub abschneiden und ihm so nach und nach das Heft aus der Hand reißen. Mit dieser Taktik gewinnt Robert I. sein Reich langsam zurück. Aber die ständige Bedrohung durch die englische Übermacht erfordert auch ein besonders skrupelloses Vorgehen. König Roberts Politik demonstriert sehr klar einen eisernen Willen und seine große Entschlossenheit. Das sind, wenn man so will, seine schlagkräftigsten Waffen. Dringt eine englische Armee in Schottland ein, verfolgt er die Taktik der verbrannten Erde. Das Land vor dem anrückenden Feind abzubrennen, ist seine wichtigste Strategie. Das ist zwar ein sehr riskanter, aber am Ende höchst wirkungsvoller Schachzug. Fest entschlossen, Schottland zu befreien, verwüstet Robert I. lieber ganze Landstriche, als sie den Engländern zu überlassen. Wenn er aber wirklich Herr über ganz Schottland werden will, darf er einer Entscheidungsschlacht letztendlich nicht aus dem Weg gehen. Bis 1313 hat König Robert alle schottischen Festungen außer Stirling und Berwick wiedererobert. Als nächstes nimmt er sich Stirling vor. Wie wir wissen, versucht Robert immer, den offenen Kampf zu vermeiden. Da handelt sein Bruder 1314 eine folgenschwere Abmachung aus. Sollten englische Truppen nicht bis Mitte des Sommers die schottische Belagerung von Stirling aufheben, muss die Festung übergeben werden. Das ist der wahre Hintergrund für die Schlacht von Bannockburn. And that's the background really to Bannockburn. Diese Übereinkunft stärkt die Position Edward II. Die Engländer vergessen ihre internen Streitigkeiten. Der Ruf nach Verteidigung dieser mächtigen Festung gegen die Schotten eint die Engländer. Der König wird aufgefordert, persönlich die Armee anzuführen. Das Heer Edwards II. Bei Bannockburn ist eine der größten Armeen, die das mittelalterliche England jemals aufgestellt hat. Robert I. bildet seine Männer persönlich aus. Und obwohl diese Armee klein ist, weiß sie, was zu tun ist, was in Schottland nicht immer so war. Robert I. ist kampferprobter als Edward II. Er hatte zu diesem Zeitpunkt mehr als 8 Jahre Krieg geführt. Edward II. Dagegen hatte den Vorteil, dass er als Ritter erzogen wurde mit der begründeten Aussicht auf die Krone. Also kannte er sich in militärischer Taktik sehr gut aus. Die Schotten waren zahlenmäßig unterlegen, vielleicht 1:2 oder sogar weniger. Das Größenverhältnis zweier Armeen sagt aber nicht immer etwas darüber aus, wer als Sieger das Schlachtfeld verlassen wird. Es ist einfach zu behaupten, Gott sei immer auf Seiten der größeren Bataillone. Wenn man sich Schlachten genauer ansieht, stellt man fest, dass eine kleinere Armee häufig eine größere besiegt hat. Robert I. kann das Schlachtfeld wählen. Das ist sein Vorteil. Es liegt in der Nähe von Stirling Castle bei Bannockburn. Die Schotten sind ortskundig. Sie wissen, der Boden unter ihren Füßen ist trügerisch, voller verborgener Wasserlöcher, voller Morast, voller sumpfiger Stellen, also nicht gerade geeignet für die schwer bewaffnete englische Kavallerie. Die örtlichen Gegebenheiten zwingen die Engländer, in einer bestimmten Richtung vorzurücken und eine Route einzuschlagen, die sie durch Wasserläufe, Moor und Marschen führt. Am 23. Juni 1314 treffen die schottische und englische Armee bei Bannockburn aufeinander. Die Könige von Schottland und England stehen vor dem alles entscheidenden Kampf ihres Lebens. Die Schlacht von Bannockburn hat begonnen. König Robert I. greift sofort mit einer Einheit von Speerwerfern an. Diese Taktik soll sich für ihn auszahlen, denn damit lockt er die Engländer in einen Engpass.
Die Engländer konnten ihre Truppen nicht richtig einsetzen, denn sie waren auf engstem Raum zusammengepfercht und unablässig den Angriffen der schottischen Speerwerfer ausgesetzt. So blieb ihnen keine andere Wahl, als sich in den Fluss Forth zurückzuziehen. Robert I. zwang die Engländer, in ein Flussgelände auszuweichen. Gefährlich für Ritter in schwerer Rüstung. Dort konnten die Schotten sie sich einzeln greifen. Um den Wall schottischer Lanzen zu durchbrechen, greift Edward II. Zu einem bewährten Mittel der Kriegskunst. Ein Heer von Bogenschützen lässt seine Pfeile auf die Schotten niederprasseln. Die Bogenschützen stellen sich auf und feuern auf die schottischen Lanzenwerfer, unter denen es viele Tote gibt. Doch bevor die englischen Schützen eine größere Offensive starten können, greift König Roberts Kavallerie ein und fegt sie vom Schlachtfeld. König Edward II. Dagegen kann die Stärke seiner Kavallerie nicht mehr ausspielen, auch nicht die seiner Bogenschützen. Er ist am Ende. Die Schotten treiben die Engländer immer wieder ins Wasser zurück. König Edward II. Will nicht fliehen. Er hat noch nicht aufgegeben. Er macht weiter. Am zweiten Tag kreisen die schottischen Truppen den englischen König ein. Er wollte einfach nicht abziehen. Viele Zeitgenossen kritisierten Edward II., doch sie sind sich darin einig, dass er ein tapferer Mann war. Er will unbedingt weiterkämpfen, aber seine Leibgarde will ihn retten. Als die königliche Standarte abzieht, zerstreut sich auch das restliche englische Heer. Bannockburn geht als ein legendärer Sieg in die schottische Geschichte ein. Nie wieder wird sich König Robert I. einer solchen Herausforderung gegenübersehen. In den folgenden Jahren unternimmt er alles, um aus dem schottischen Volk eine Nation zu formen. 1320 verfassen Adel und Volk die berühmte Deklaration von Arbroath. Sie soll in Zukunft als Manifestation schottischer Unabhängigkeit gelten. Die Deklaration von Arbroath vom 6. April 1320 ist ein Brief an den Papst in Avignon. Sie bittet darum, König Edward II. Dazu zu bewegen, Robert I. als legitimen König Schottlands anzuerkennen. König Edward II. Jedoch wird Schottlands Unabhängigkeit niemals anerkennen. Erst 1327 nach seinem Tod wird das endgültige Friedensabkommen unterzeichnet, das Schottlands Souveränität anerkennt. Es ist eine Ironie des Schicksals, dass ein direkter Nachfahre Roberts I. 1603 den englischen Thron besteigt, Jakob Stuart, der sehr stolz darauf ist, ein Nachkomme von Robert the Bruce zu sein. Robert I. gilt als der erfolgreichste König, den Schottland je hatte. Nachdem er die nationale Souveränität Schottlands gesichert hat, stirbt Robert I., König der Schotten, am 7. Juni 1329. Seine Gebeine ruhen heute in Dunfermline Abbey. Als guter König Robert bleibt er den Schotten in Erinnerung. Er ist der Sieger von Bannockburn. Er musste einen beharrlichen Kampf ausfechten, um sein Ziel zu erreichen, ein guter König zu werden. Robert I. sicherte die schottische Unabhängigkeit durch ein Abkommen mit den Engländern, ebenso den Frieden. Er erreichte, dass er als König anerkannt wurde. Nach einer Reihe blutiger Kriege baute er sein Reich wieder auf. Keine Frage, für mich ist er einer der bedeutendsten Persönlichkeiten der schottischen Geschichte. England, Winter 1547. Im Palast ist man auf das Schlimmste gefasst. Der König liegt im Sterben. Heinrich der Achte. Als junger Mann wurde er gefeiert für seine Schönheit und Stärke, für seine Tapferkeit im Turnier. Er galt als Schöngeist und aufgeklärter Monarch am glanzvollsten Hof Europas. Er war befreundet mit den größten Geistern seiner Zeit und schuf die Grundlagen für den Aufstieg Englands zur Weltmacht. Doch bleibt er auch in Erinnerung als Wahnsinniger, der für die Liebe zu einer jungen Hofdame die Zukunft seines Landes riskierte. Als Mörder, der zwei seiner sechs Ehefrauen hinrichten ließ. Als Tyrann, der Tausende seiner Untertanen foltern und töten ließ.
Als Zerstörer der englischen Klöster, der sich von Rom lossagte und sich selbst zum Oberhaupt der Kirche machte. Wer war er wirklich? Wie konnte in den 4 Jahrzehnten seiner Herrschaft aus einem politischen Visionär, der England aus dem Mittelalter in die Neuzeit führte, ein skrupelloser Gewaltherrscher werden, der nur an einem interessiert schien, dem Erhalt seiner Macht? Seit Heinrich, erst 18-jährig, den Thron bestiegen hat, schwärmt das englische Volk von ihm. Der junge Heinrich hat die Aura eines Popstars. Begehrt von den Frauen, gestützt von cleveren Beratern, Heinrich liebt es, sich als wahrer Ritter in Szene zu setzen. Sein Volk und seine Königin sind stolz auf ihn. In den ersten Jahren seiner Herrschaft nimmt sich Heinrich wenig Zeit zum Regieren. Stattdessen führt er ein prächtiges, zügelloses Leben. Seine Königin Katharina berichtet an ihren Vater, den spanischen König, das Leben am Hofe ist ein immerwährendes Fest. Heinrich überrascht seine Hofgesellschaft mit immer neuen Inszenierungen. Er liebt das italienische Maskenspiel, das man in England noch nie zuvor gesehen hatte. Die tiefreligiöse Katharina nimmt die Streiche ihres 6 Jahre jüngeren Ehemanns mit Humor. Doch nach vielen Jahren einträchtiger Ehe geschieht etwas, was nicht nur Ehe und Königreich, sondern ganz Europa in eine Krise stürzen wird. Heinrich verliebt sich in die Hofdame Anne Boleyn. Und es scheint nicht nur Schwärmerei zu sein, sondern bitterer Ernst. England stehen unruhige Zeiten bevor. Seit 17 Jahren ist Katharina nun englische Königin, aber sie hat Heinrich nur eine Tochter und keinen Sohn geschenkt. Ohne männlichen Thronfolger ist die Tudor-Dynastie in Gefahr. Könnte ihr das zum Verhängnis werden? Die Dynastie des Hauses Tudor ist noch jung. Erst vor gerade 40 Jahren hatte Heinrichs Vater, Heinrich VII., den Rosenkrieg um die Herrschaft in England für sich entschieden. Heinrich VIII. Will die Dynastie sichern. Wie hätte er das besser tun können, als durch eine Ehe mit Katharina von Aragon, der Tochter von König Ferdinand und Königin Isabella von Spanien, den Mächtigen Europas? Wenn Katharina ihm auch noch einen männlichen Erben schenken würde, umso besser. Das würde die Tudor-Dynastie für die nächste Generation sichern. Heinrich ist jetzt Mitte 30. Nach wie vor verbringt er die meiste Zeit auf der Jagd. Oft reitet er mehrere Pferde am Tag bis zur Erschöpfung. Die Regierungsgeschäfte überlässt er zum Großteil seinen treuesten Beratern. Er ist ein so leidenschaftlicher Jäger, dass er manchen Eber oder Hirsch einen ganzen Tag lang verfolgt. Oft kehrt er erst spät abends in den Palast zurück. Berkeley Castle im Westen Englands. Einer der vielen Orte, an denen Heinrich seiner Jagdleidenschaft nachging. Seit fast einem Jahrtausend bewohnen die Berkeleys das mittelalterliche Schloss. Henry VIII was very much a key man. In fact, he hunted nearly every day. Heinrich ist ein großer Jäger gewesen. Er jagte fast jeden Tag. Oder versuchte es zumindest zwischen den Regierungsgeschäften und seinen anderen Verpflichtungen am Hof. Wir schätzen uns sehr glücklich, dass er auch nach Berkeley kam, wo die Berkeleys seine Jagd ausrichten und ihn versorgen mussten. Im Schlossarchiv lagern bis heute Dokumente von unschätzbarem Wert. Tapfer versucht der Archivar Mr. Smith, der Menge der Dokumente Herr zu werden. Die besonderen Kostbarkeiten aber hat er sofort zur Hand. Briefe Heinrichs des 8. an die Berkeley-Familie. Hier haben wir eine Anordnung von König Heinrich dem 8. Er hat sie persönlich unterschrieben.
Sie ist an Lord Thomas Berkeley gerichtet, seinen Verwalter auf Schloss Berkeley. Heinrich bittet ihn, die Zäune um den Wildpark zu verstärken und verlangt außerdem, den Wildpark beträchtlich zu erweitern. Einer der drei schon im Mittelalter angelegten Wildparks der Berkeleys, in denen Heinrich gejagt hat, ist noch erhalten. Noch heute wird dort und auf anderen Ländereien der Berkeleys die berühmte Berkeley-Jagd veranstaltet, zu der Jagdbegeisterte aus der ganzen Grafschaft Harford und Worcester anreisen. Allerdings nur zweimal wöchentlich und nicht fast täglich, wie bei König Heinrich. Es ist ein Rätsel, wie Heinrich neben den ständigen Jagden noch sein Land regieren konnte. Natürlich hatte er hervorragende Berater, die die alltäglichen Regierungsaufgaben übernahmen, aber er blieb trotzdem der erste Mann im Staat. Nur sorgte er eben dafür, dass er nicht nur seiner Arbeit, sondern auch seinen Leidenschaften nachging, und zwar in vielen Bereichen. As well as his work in many fields. Heinrichs größte Leidenschaft im Jahr 1526, die gerade 20-jährige Anne Boleyn. Nur ein einziges Mal in seinem Leben ist der für seine Schreibfaulheit berüchtigte König so entflammt, dass er eigenhändig Liebesbriefe schreibt. Er bittet sie, ihn zu erhören, erzählt die Stunden bis zum Wiedersehen und er bietet ihr seine Liebesdienste an. Ich muss unbedingt Antwort erhalten, da ich vor mehr als einem Jahr vom Pfeil der Liebe getroffen wurde und nicht weiß, ob ich gescheitert bin oder einen Platz in eurem Herzen gefunden habe. Schon bald erhält die Angebetete nicht mehr nur Briefe, sondern auch selbst erlegtes Wild. Da meine Allerliebste abwesend ist, kann ich ihr wenigstens etwas Fleisch senden, das stellvertretend für mich steht. An meinem, so wage ich zu prophezeien, werdet ihr euch bald, so Gott will, erfreuen. Ich wünschte mir, es wäre schon jetzt. Anne ist geschmeichelt, aber sie hält den König hin. 17 von Heinrichs Liebesbriefen an Anne sind überliefert. Spannend zu sehen, wie Heinrichs höfisches Werben allmählich in Leidenschaft umschlägt. Fleht er anfangs noch auf Französisch, der Sprache der höfischen Liebe, um Antwort, bedrängt er bald die Geliebte ganz direkt auf Englisch. Ich wünsche mich, besonders am Abend, in den Armen meines Schatzes, dessen hübsche Brüste ich bald zu küssen hoffe, wishing myself especially an evening in my sweetheart arms, whose pretty duckies I trust shortly to kiss, schreibt der König Henry Rex. Doch alle Küsse bleiben Fantasie. Schon nach den ersten Annäherungsversuchen des Königs hat sich Anne vom Hof zurückgezogen und weigert sich, seine Geliebte zu werden. Anne Boleyn, Tochter aus niederem Adel, ist durch ihre Erziehung am französischen Hof zu einer weltläufigen jungen Frau geworden. Mit ihrem kultivierten Charme bezaubert sie ihre Umgebung. Anne pokert hoch. Sie will nicht, wie andere vor ihr, vorübergehende Geliebte sein, um dann gegen eine neue Favoritin eingetauscht zu werden. Heinrichs Werben bleibt umsonst. Anne Boleyn will mehr. Sie will Königin werden. Im König reift der Plan einer Trennung von Katharina heran. Ein gefährliches Unterfangen, meinen seine Berater, denn Katharina ist verwandt mit dem mächtigsten Mann Europas, Karl dem V., König von Spanien und Kaiser des Deutschen Reichs. England kann sich nicht leisten, es sich mit ihm zu verderben. Heinrich hält dagegen. Kaiser Karl wird doch nicht wegen Katharina in den Krieg ziehen. Und selbst wenn, was zählt, ist seine Liebe. Heinrich wird auf Karl keine Rücksicht nehmen und seine Scheidung von Katharina betreiben. Dabei verlässt er sich auf seinen Lordkanzler, Kardinal Wolsey. Wolsey ist in ganz Europa als geschickter Diplomat bekannt. Er leitet die Regierungsgeschäfte und setzt stets alles daran, den Willen seines Königs durchzusetzen.
England ist damals noch ein ziemlich unbedeutendes Land am Rande Europas. Die wirklich Großen sind Frankreich und Spanien, die die Machtfrage auf dem Kontinent ausfechten. Doch beide suchen natürlich nach Verbündeten. Und so ist Heinrich in der komfortablen Rolle des umworbenen Dritten. Eigentlicher Architekt der englischen Außenpolitik ist Kardinal Wolsey, der sich vom Fleischersohn zum wichtigsten Mann am Tudorhof emporgearbeitet hat. Er versucht, Frankreich und Spanien zu neutralisieren und begründet damit die Maxime der englischen Außenpolitik, Balance of Power. Das Gleichgewicht aller europäischen Kräfte. Eine Politik, die England viele Jahre von Nutzen sein sollte. England hat beim Regierungsantritt Heinrichs nur 2,3 Millionen Einwohner. Franz I. von Frankreich dagegen herrscht über 15 Millionen Menschen. Karl V. ist nicht nur König von Spanien, sondern auch Kaiser des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation. Er hat 25 Millionen Untertanen. Verglichen mit seiner militärischen Stärke sind Frankreich und England relativ machtlos. So war es eine große Leistung Kardinal Wolseys, die europäischen Mächte zu bewegen, einen Friedensvertrag zu unterzeichnen. Eine der Klauseln des Vertrags: Heinrich und König Franz sollen sich persönlich treffen und die jahrhundertealte Feindschaft zwischen England und Frankreich begraben. Das Treffen zwischen den beiden Königshäusern, bald als Zeltlager von Goldbrokat bekannt, wird von Zeitgenossen wegen seiner außerordentlichen Pracht auch achtes Weltwunder genannt. Über Wochen haben 6000 Handwerker eine Stadt aus Zelten errichtet. Heinrich trifft mit einem Gefolge von 5000 Leuten ein. Die gesamte englische und französische Oberschicht trifft hier zusammen. Ein Höhepunkt des Treffens, ein Ringkampf zwischen Heinrich und Franz. Der kuriose königliche Wettkampf zur Besiegelung eines fragilen Friedens wird in englischen Chroniken jedoch nicht erwähnt. Kein Wunder, Heinrich hatte verloren. 20 Tage lang feiern Engländer und Franzosen miteinander. Doch lange sollte der Frieden nicht halten. Immer wieder treffen Franz und Heinrichs Truppen aufeinander. Meist sind es aber eher kleinere Gemetzel, bei denen die Engländer einige nordfranzösische Städte einnehmen und die am Ende durch Friedensverhandlungen beendet werden. Aber einmal noch sollte Franz in großem Stil zurückschlagen. Mit einer Flotte größer als die spanische Armada unternimmt er einen Angriff auf England. Auch wenn die Franzosen in dieser Schlacht geschlagen werden, die Engländer verlieren den Stolz ihrer noch kleinen Navy, das Flaggschiff. Innerhalb weniger Minuten versinkt es samt 500 Mann Besatzung und 150 Kanonen in den Fluten. Es war Heinrichs Lieblingsschiff, die Mary Rose. 11. Oktober 2005. Ein Sensationsfund wird geborgen. 460 Jahre hat der 6,5 Meter lange Anker der Mary Rose vor der Küste von Portsmouth auf dem Meeresgrund gelegen. Das letzte Teil im Puzzle zur Rekonstruktion des gigantischen Renaissance-Schiffes, dessen Bergung vor 23 Jahren begonnen hat. Für die Restaurierung des 45 Meter langen Schiffes hat man eigens eine Halle in den Docks von Portsmouth errichtet. Dr. Jones, Chefkonservator des Mary Rose Trust, hat eine einzigartige Methode zur Haltbarmachung von Holz entwickelt. Die durch Salzwasser und Alterung zerstörte Zellstruktur wird durch Chemikalien stabilisiert. 16 Jahre lang wird das gesamte Schiff mit einer speziellen Wachslösung besprüht, die tief in das Holz eindringt. Danach wird es keine Schrumpfungen, kein Splittern und keine Risse mehr geben. Form und Größe des Schiffes bleiben so erhalten. Die Computerrekonstruktion gibt einen Eindruck von der innovativen Bauweise von Heinrichs Flaggschiff. Heinrich war klar, dass sich die Zukunft Englands auf dem Meer entscheiden würde. Deshalb forcierte er den Ausbau der Navy. Am Anfang seiner Regierungszeit gab es nur drei Kriegsschiffe.
Am Ende waren es 70. Well, I see King Henry as the founder of the Royal Navy, as we. Heinrich ist der Begründer der Royal Navy. Als er an die Macht kam, ließ er gleich zwei Schiffe bauen, beide revolutionäre Kriegsschiffe. Eines von ihnen war die Mary Rose. Ihre spezielle Bauweise erlaubte den Einbau von Geschützluken. Dadurch konnte man größere Kanonen weiter unten im Schiff unterbringen und die Anzahl der Kanonen auf beiden Seiten erhöhen. Diese Innovation ermöglichte den Einsatz neuer Taktiken und Strategien, durch die die Marine in den nächsten 300 Jahren immer stärker wurde. Nicht nur die Kriegspolitik Heinrichs sollte das Schicksal Englands bestimmen, sondern auch seine Heiratspläne, die zunächst nur Privatsache zu sein schienen. Im Frühjahr 1527 steht Kardinal Wolsey die schwierigste Mission seines Lebens bevor. Heinrich will Königin Katharina loswerden, um Anne Boleyn heiraten zu können. Wolsey soll beim Papst durchsetzen, dass Heinrichs Ehe mit Katharina für nichtig erklärt wird. Es geht dem König nicht um eine bestimmte Dame, schreibt er an den Papst, sondern einzig darum, seinen Untertanen einen männlichen Erben zu schenken und so Bürgerkrieg im Land zu verhindern. Ständig sind englische Boten auf dem Weg zu Papst Clemens in Rom unterwegs. Doch Wolseys Gesandte treffen auf einen wenig entscheidungsfreudigen Papst. Clemens steht vor einem Konflikt, für den es keine Lösung gibt. Annulliert er die Ehe, legt er sich mit Katharinas Neffen, Kaiser Karl, an. Verbietet er jedoch die Neuverheiratung Heinrichs, droht dieser, sich von Rom loszusagen. Hampton Court bei London. Die Stimmung in Wolseys Palast ist gespannt. Man wartet immer noch auf die Entscheidung des Papstes. Wolsey muss um seinen Kopf fürchten, wenn er den Willen Heinrichs nicht durchsetzt. Seine Berater beschwören ihn, den Papst noch einmal um Vollmacht zu bitten, um in seinem Auftrag den Scheidungsprozess gegen Katharina in England führen zu können. Diese ahnt längst, was gegen sie im Schilde geführt wird. Ihre Rivalin ist an den Hof zurückgekehrt. Sie glaubt, ihre Chancen stehen nicht schlecht, die Königin zu verdrängen. Doch fast der ganze Hof steht hinter Katharina. Kaum jemand mag Anne, über die man munkelt, sie habe den König verhext. Heinrichs sogenannte Geheimaffäre bleibt nicht lange geheim. Katharina hat inzwischen heimlich Boten nach Spanien entsandt, um ihren Neffen Kaiser Karl von den Vorgängen in England zu unterrichten. Karl ist wütend und bedroht den Papst. Er lässt ihm mitteilen, dass er ihn einsperren und die Macht des Papsttums zerschlagen würde, wenn er Heinrich die Scheidung von Katharina genehmigt. So wird eine eigentlich private Affäre des englischen Königs in kürzester Zeit zu der Kernfrage europäischer Machtpolitik. Nach einem Jahr schwieriger Verhandlungen ist es endlich soweit. Clemens erteilt Wolsey die Vollmacht, Heinrichs Scheidungsprozess in die Wege zu leiten. Als seinen Botschafter entsendet er Kardinal Campeggio nach England. Er soll für die Unbefangenheit des Gerichts sorgen. Am 31. Mai 1529 eröffnen Campeggio und Wolsey die Verhandlungen in der Nähe von London. Jetzt, so hofft Anne, ist der Weg zur Krone nicht mehr weit. Doch sie hat die Rechnung ohne Katharina gemacht. Bestärkt von dem ihr treu ergebenen englischen Volk erscheint die stolze Spanierin am 18. Juni im Gerichtssaal. Sie geht auf die Knie vor dem Mann, mit dem sie 20 Jahre verheiratet war. Und sie hält eine Rede, die niemand vergessen sollte. Seit mehr als 20 Jahren bin ich Ihnen eine treue Gemahlin gewesen. Durch mich haben sie mehrere Kinder gehabt, wenngleich es auch Gott gefallen hat, sie von dieser Welt zu rufen, was nicht meine Schuld war. Als sie mir das erste Mal beiwohnten, war ich noch Jungfrau. Gott ist mein Zeuge. Ob ich die Wahrheit spreche, mag euer Gewissen entscheiden. Ich bitte Sie inständig, ersparen Sie mir die Demütigung durch dieses Gericht. To spare me from the extremity of this new court. Katharina erkennt das Gericht nicht an und fordert die Verlagerung des Prozesses nach Rom. Das ist das vorläufige Ende von Heinrichs Winkelzügen. Campeggio lehnt ab, unter diesen Bedingungen weiter zu verhandeln. Der wütende Heinrich macht Wolsey für das Scheitern des Prozesses verantwortlich. Katharina hat gewonnen.
Fürs Erste jedenfalls. Im Grunde hätte Heinrich ja machen können, was er wollte, und sich über das Gesetz hinwegsetzen. Nun war er aber ein gläubiger Katholik und wollte den Segen der katholischen Kirche. Deshalb dieses schwierige Verfahren. Heinrich ist vor den Augen der Welt gedemütigt worden. 3 Jahre wartet er nun schon auf Anne Boleyn. 39 ist er mittlerweile und hat immer noch keinen Sohn. Liegt über seiner Ehe nicht ein Fluch? Auch wenn Katharina geschworen hatte, bei ihrer Verheiratung noch Jungfrau gewesen zu sein, sie war ein halbes Jahr mit seinem Bruder Arthur verheiratet, bevor der starb. Und stand da nicht im 3. Buch Mose, es ist eine Sünde, die Witwe seines Bruders zu heiraten? Ließe sich dadurch nicht die Ehe mit Katharina für ungültig erklären? Doch gab es noch eine andere Bibelstelle, die sagt, heirate die Frau deines Bruders, wenn dieser stirbt. Mit Argumenten aus der Bibel kann Heinrich den Papst nicht schlagen. Deshalb verlegt er sich auf Drohungen. Sollte er seinen Willen nicht bekommen, sei er entschlossen, die Kirche Englands von Rom abzuspalten. Was soll Clemens tun? Er kennt Heinrichs Drohungen und fürchtet, er könnte sie wahrmachen. Aber gibt er Heinrich nach, droht Kaiser Karl Rom einzunehmen und ihn abzusetzen. Clemens kann nicht nachgeben. War das Scheitern des Prozesses für Heinrich eine Niederlage? Für einen ist sie eine Katastrophe. Kardinal Wolsey. Er hatte sich bemüht und versagt. 17 Jahre hatte der Kardinal als engster Vertrauter Heinrichs die Regierungsgeschäfte geleitet. Jahrelang hatte er versucht, Heinrichs Willen durchzusetzen. Nun war Heinrich jedoch befohlen worden, vor dem Papst auf die Knie zu fallen. Das ist zu viel. Das bedeutet Wolseys Ende. Als ihn das Entlassungsschreiben des Königs erreicht, wird seine schlimmste Befürchtung wahr. Der reichste Mann Englands verliert alle seine Besitztümer, muss in Haft und sein Amt als Lordkanzler niederlegen. Nur weil er schon bald an einer schweren Krankheit stirbt, entgeht Wolsey dem Schicksal, als Hochverräter hingerichtet zu werden. Der neue Favorit des Königs, der Humanist Thomas Morus. Durch seine Schriften über Theologie und Staatstheorie gilt er als der wichtigste Denker Englands. Sein berühmtestes Werk, die Utopia, in der er einen idealen Staat beschreibt. Hier sollen alle Güter gleich verteilt sein und deshalb statt Krieg und Verbrechen Friede, Weisheit und Toleranz herrschen. Aber nicht das ist es, was den König dazu bewegt, Morus zum neuen Lordkanzler zu machen, sondern seine außergewöhnlichen Fähigkeiten, die er bisher als Diplomat und Jurist in den Diensten des Königs bewiesen hat. Außerdem schätzt Heinrich Morus umfassende humanistische Bildung. Gemeinsam haben die beiden Männer ihr Interesse für Bücher, theologische Streitgespräche und für die Astronomie. Morus ist eine überraschende Wahl für das Amt des Lordkanzlers. Immerhin ist er gegen Heinrichs Scheidung. Doch Heinrich wählt den Humanisten aus triftigen Gründen. Erstens ist Morus seit 75 Jahren der erste nicht-geistliche Lordkanzler und das befriedigt die Antikirchlichen im Parlament. Zweitens ist er ein streng gläubiger Katholik und das, so hofft Heinrich, könnte den Papst wieder auf Englands Seite ziehen. Morus ist dankbar für die Gunst des Königs. Er weiß aber auch, wie zerbrechlich dessen Freundschaft ist. Wenn mein Kopf ihm ein Schloss in Frankreich einbrächte, er würde ihn abschlagen, soll er einmal gesagt haben. Während Morus Kanzlerschaft beginnt eine Welle der Ketzerverfolgung. Heinrich will dadurch jeden Widerstand gegen seine Politik brechen. Unter Folter werden Geständnisse erpresst. Schweren Herzens übernimmt Morus die Verantwortung für diese Prozedur, aber Ketzer, davon ist auch er überzeugt, dürfen nicht geschont werden.
Thomas Moros berühmtes Buch Utopia beschreibt eine ideale Welt, in der Ungläubige und Ketzer nur durch Argumente zum katholischen Glauben bekehrt werden. Trotzdem billigt Moros das Mittel der Folter für seine Religionspolitik. Das klingt schizophren für unsere Zeit. Doch im damaligen England war die Folter in einigen Fällen noch Teil des Strafprozessverfahrens. Im Gegensatz zu Moros setzt König Heinrich Folter willkürlich ein. Er tut alles, um seine Macht zu sichern. Mächtig im ganzen Land, ohnmächtig im Privaten. Immer noch wartet Heinrich auf Anne. Seine Geduld ist am Ende. Inzwischen hat er schon 6 Jahre vorsichtig taktiert, immer neue Pläne ersonnen, um die Scheidung von Katharina im Einklang mit der Kirche zu erreichen. Vergeblich. Jetzt will er Tatsachen schaffen. Die Königin wird vom Hof verbannt. Sie muss ihren Schmuck an ihre Nachfolgerin abgeben. Sämtliche Unwetter dieser Erde scheinen sich immer nur über mir zu entladen, schreibt sie an ihren Neffen Kaiser Karl. Eine Vertraute berichtet, sie sei über Nacht um Jahre gealtert. Ab diesem Tag muss Katharina in strenger Isolation in einem Schloss weit ab von London leben. Sie wird Heinrich nie wiedersehen. Schnell sind die Anhänger Katharinas und der Papst über Heinrichs Willkürakt informiert. Werden sie sich mit ihrer Entmachtung abfinden? Anne ist nach 6 Jahren Taktierens am Ziel ihrer Wünsche. Jetzt gibt sie sich dem König hin. Denn sie kann sicher sein, er wird sie zu seiner Königin machen. Mit oder ohne Zustimmung des Papstes, das ist Heinrich inzwischen egal. Seine Favoritin wird schon bald schwanger. Endlich bekommt er seinen Thronfolger. Mit 40 fühlt sich Heinrich jung wie nie zuvor. Die Liebe gibt ihm Kraft. Er reitet viel und spielt leidenschaftlich Tennis. Ein Spiel, bei dem er den Höflingen mal wieder seine Überlegenheit demonstrieren kann. Henry VIII promoted real tennis enormously. Heinrich VIII. Hat einen wahren Tennis-Boom ausgelöst. Er war es, der Real Tennis in England zur Mode machte, weil er ein großer Sportfan war. Fast jeden Tag seines Lebens hat er Tennis gespielt. Plötzlich war es in, Tennis zu spielen. Jeder Höfling wollte der Beste sein. Im ganzen Land wurden Hallen für die Tennisbegeisterten gebaut. Auch in Hampton Court lässt Heinrich eine Tennishalle bauen. Es ist die älteste Ballspielhalle der Welt, die noch in Betrieb ist. Hier wird das klassische Real oder Royal Tennis gespielt, das in seiner Kompliziertheit, abgesehen von der Punktzählweise, wenig mit dem Wimbledon-Tennis von heute gemein hat. Nur eine eingeschworene Gemeinde versteht die Regeln dieses Spiels. Das Modespiel zu Zeiten Heinrichs. Die Schläger, die Heinrich benutzt hat, haben etwa so ausgesehen. Relativ schwer und plump im Vergleich zu heute. Die Bälle, die benutzt wurden, waren aus Leder und mit Menschenhaar gestopft. Sie sind viel leichter als die heutigen Bälle. Inzwischen ist klar geworden, Anne wird bald ein Kind zur Welt bringen. Um es als rechtmäßigen Thronfolger zu installieren, muss Heinrichs Ehe mit Anne legalisiert werden. Das geht nur durch eine Trennung von Rom und die Verabschiedung von Gesetzen, die Heinrich zum Oberhaupt der Kirche Englands und zum obersten Richter machen. Eine unabhängige Staatskirche Englands? Eine Revolution. Die Mitglieder des Rats sind besorgt. Sollen sie einem Gesetz zustimmen, das dem König in jedem Verfahren das letzte Wort lässt? Sich mit den englischen Geistlichen anlegen, mit dem Papst und Kaiser Karl, der schon mit Kriegsabsichten Richtung England blickt? Heinrich duldet keinen Widerspruch. Die Gesetze werden verabschiedet. Der Papst ist entmachtet. Jetzt ist Heinrich Oberhaupt der Kirche in England und damit Begründer der anglikanischen Kirche. Endlich kann die Ehe mit Katharina annulliert und Anne zur Königin gekrönt werden.
14 Jahre nachdem Luther seine Thesen an die Tür der Kirche zu Wittenberg geschlagen hat, erklärt sich Heinrich zum Oberhaupt der englischen Kirche. Von nun an darf der Papst nur noch Bischof von Rom genannt werden. In England beginnt eine Revolution, ähnlich folgenreich wie die der Reformation auf dem Kontinent. Es ist ziemlich sicher, dass Heinrich gestürzt worden wäre, wenn Frankreich und Spanien das gewollt hätten. Nur waren sie sich nicht einig und so blieb Heinrich verschont. And so Henry escaped and lived another day. Mit einem aber hatte Heinrich nicht gerechnet, dass Morus es wagen würde, sich ihm entgegenzustellen. Er weigert sich, Heinrich als Oberhaupt der Kirche anzuerkennen und tritt von seinem Amt zurück. Es gibt Fälle, in denen ich nicht dem König Gehorsam schulde, sondern Gott. Im November 1533 richtet sich alle Aufmerksamkeit auf die Vorgänge im königlichen Palast. Die Königin hat ein gesundes Kind zur Welt gebracht. Nur ist es leider kein Junge, sondern ein Mädchen. Anne ist verzweifelt. Sie kann nicht ahnen, dass ihre Tochter Elisabeth einst die größte Königin Englands sein wird. Wie so oft ist Heinrich auf der Jagd, als ihn die Nachricht erreicht, dass seine Frau niedergekommen ist. Er lässt die Jagd abbrechen. Er kann es nicht erwarten, seinen Thronfolger in Augenschein zu nehmen. Jahrelang hatte er für die Legitimität seiner neuen Ehe gekämpft, Krieg, Exkommunikation und den Unwillen seines Volkes riskiert, einzig und allein, um einen Sohn als rechtmäßigen Thronfolger zu zeugen. Doch was erwartet ihn? Eine Tochter. Er kann seine Enttäuschung nicht verbergen. Seinen Feinden wird die Geburt einer Tochter als Gottesurteil gegen seine Politik der letzten Jahre gelten. Was für eine Schmach! Er bringt es nicht einmal über sich, zur Taufe seiner Tochter zu erscheinen. Wie sehr man davon überzeugt war, dass ein Prinz geboren wurde, zeigt ein Rundschreiben, das anlässlich der Geburt vorbereitet worden war. Das genaue Datum des Ereignisses ist noch offen gelassen. Dass ein Sohn erwartet wurde, stand allerdings fest, denn hinter dem Wort Prinz war keine Lücke gelassen für das S, das man nachträglich einfügen musste, denn das Kind war nun mal kein Prinz, sondern eine Prinzessin. In Rom wird die Akte Heinrich nach 7 Jahren geschlossen. Das endgültige Urteil des päpstlichen Gerichts, die Ehe des englischen Königs mit Katharina bleibt gültig. Ein Sieg für den Papst und Katharina. Doch für Heinrich gibt es kein Zurück mehr. Anne bleibt seine Königin und er wird Oberhaupt der englischen Kirche. Darauf lässt er jeden über 14 einen Schwur leisten. Den Suprematseid. Morus hat das abgelehnt. Deshalb wird er zum Hochverräter erklärt und im Tower eingekerkert. Obwohl er seine Frau und 4 Kinder in großer Unsicherheit zurücklässt, entschließt sich Morus, seinem Gewissen zu folgen, das es ihm als Katholiken unmöglich macht, Heinrich über den Papst zu stellen. Mehrfach wird er von seiner Familie und den Richtern gedrängt, doch noch den Schwur zu leisten, der ihm das Leben retten könnte. Doch in vollem Bewusstsein, als Märtyrer für seinen Glauben zu sterben, erwartet Morus sein Ende. Ich habe mehr Angst vor Schmerz und Tod, als es sich für einen gläubigen Christen gehört, schreibt er aus seiner Gefängniszelle. Am 6. Juli 1535 ist es soweit. Nach einem Jahr Haft im Tower wird Morus zu seiner Hinrichtung abgeholt. Sein Kopf wird auf einem Pfahl auf der London Bridge ausgestellt. Die Hinrichtung von Morus ist erst der Auftakt zu der radikalsten Maßnahme Heinrichs des VIII., der Enteignung der Kirchen und Klöster. Über Jahrhunderte hatten sie unermessliche Reichtümer angehäuft und immer mehr Grund und Boden erworben. Als Oberhaupt der anglikanischen Kirche beschließt Heinrich nun, ihre Besitztümer zu konfiszieren.
Damit will er seine Staatskasse sanieren und sich durch großzügige Geschenke die Treue des Adels erkaufen. Alle Klöster werden aufgelöst, Mönche und Nonnen vertrieben. Die Zerstörung der Klöster zieht sich über Jahre hin. Dabei kommt es zu schrecklichen Exzessen. 1540 ist das letzte Ordenshaus Englands geschlossen. Die größte Eigentumsverschiebung der englischen Neuzeit war beendet. Doch nichts konnte die jahrhundertealte Architektur und die Kunstschätze ersetzen, die zerstört waren. Aus einem kurzfristigen finanziellen Gewinn für den König und den Adel wurde ein bleibender Verlust für das Land. Heinrich löst die Klöster auf, weil er ihr Geld und ihr Land in seinen Besitz bringen will. Aber trotz Klosterauflösung und Trennung von der römischen Kirche bleibt er Katholik und widersetzt sich jeder religiösen Reform. So gibt es absurderweise auch in England eine Art Inquisition. Katholiken werden hingerichtet, weil sie nicht auf Heinrich als Oberhaupt der Kirche schwören wollen. Lutheraner, weil sie nicht katholisch sind. Nach all diesen Maßnahmen ist Heinrich so unbeliebt wie nie zuvor. Heinrich scheint auf dem Gipfel seiner Macht. Der Klerus ist entmachtet, er selbst absoluter Herrscher, der die Verwaltung des Landes zentralisiert und seine Feinde zum Schweigen gebracht hat. Doch da erschüttert eine Reihe von Schicksalsschlägen das Leben des Königs. Heinrich stürzt schwer. 2 Stunden liegt er im Koma. Man fürchtet um sein Leben. 6 Tage später erleidet Anne eine Fehlgeburt. Das Kind wäre ein Junge gewesen. Dieses zweite Versagen, einen gesunden Jungen zu gebären, ist eine Katastrophe für Anne. Mit einem Mal begreift sie, wie gefährlich es ist, Gemahlin Heinrichs des Achten zu sein. Wird sie das Schicksal ihrer Vorgängerin ereilen? Am ganzen Hof ahnt man, dass Annes Stern am Sinken ist. Eine Lauscherin berichtet, der König habe Anne angefahren. Es liegt in meiner Hand, dich in einem Augenblick tiefer zu erniedrigen, als ich dich erhoben habe. Der spanische Botschafter berichtet nach Hause. Innerhalb von 3 Monaten oder noch länger hat der König nicht 10-mal mit Anne Boleyn gesprochen. Stattdessen wird gefeiert. Heinrich, nebenbei auch noch Komponist und begabter Musiker, umwirbt eine neue Favoritin, Jane Seymour. Ein sanftes, offenherziges Mädchen, das im Gegensatz zu Anne wenig Feinde hat. Mit ihrem ausgeglichenen Temperament bildet sie einen willkommenen Gegensatz zu Anne, die, wie allen bekannt, ein Zankteufel ist. Außerdem ist Jane Seymour jung. Noch einmal keimt in Heinrich die Hoffnung auf einen Thronfolger auf. Es verbreitet sich das Gerücht, dass der König Ungeheuerliches plant, sich erneut scheiden zu lassen. Er sucht nur noch nach einem Vorwand, Anne loszuwerden. Und in der Tat. Am 2. Mai 1536 wird bekannt, dass Anne verhaftet und im Tower eingekerkert ist. Heinrich hatte eine Untersuchung über seine Frau angeordnet. Schon wenige Tage später wird der Lieblingsmusiker der Königin verhaftet und gesteht, unter Folter mit ihr Ehebruch begangen zu haben. Wie stichhaltig sind die Beweise gegen Anne? Die imponierende Anklage lautet 4-facher Ehebruch und Inzest mit dem eigenen Bruder. Außerdem soll Anne versucht haben, den König zu vergiften und Katharina zu töten. Aber gibt es irgendeinen Funken Wahrheit in all diesen Vorwürfen? Sicher war Anne eine ungewohnt aufsässige Königin, doch es scheint, dass alle Vorwürfe auf Gerüchten beruhten. Und eines ist gewiss, kurz vor ihrem Tod in ihrer letzten Beichte beteuert Anne, Heinrich nie untreu gewesen zu sein. 19. Mai 1536, der Tag der Hinrichtung ist gekommen. Niemals hat jemand besseren Willen gezeigt, zum Tode zu gehen als sie, berichtet ein Augenzeuge. Heinrich war nicht anwesend, hatte sich aber um die Einzelheiten der Hinrichtung gekümmert. Ein teurer Scharfrichter war extra aus Frankreich bestellt, der Anne mit einem Richtschwert statt mit dem Beil hinrichten sollte, denn das war eine besondere Ehre.
Und die wollte Heinrich seiner Königin noch gewähren. Die Rede, die Anne hielt, beeindruckte die eben noch johlende Menge. Ich will niemanden anklagen oder darüber sprechen, warum ich angeklagt wurde und zum Sterben verurteilt bin. Gott schütze den König. Möge er noch lange über euch herrschen. Denn einen so sanftmütigen und nachsichtigen König wie ihn gab es noch nie. Mir war er stets ein guter, freundlicher und gnädiger Herr. Jesus, zu dir befehle ich meine Seele. Lord Jesus, receive my soul. Der Legende nach soll Heinrich zur Zeit von Annes Hinrichtung Tennis gespielt haben. Hat Heinrich der VIII. Anne wirklich geliebt? Oder war sie nur dazu da, ihm einen Thronfolger zu gebären? Alles deutet darauf hin, dass er Anne wirklich geliebt hat. Sie war eine lebhafte Frau, die Art von Frau, zu der er sich hingezogen fühlte. Dann schrieb er diese leidenschaftlichen Briefe an sie, in denen er ihr seine Liebe erklärte. Doch als sie nicht den so heiß ersehnten Thronfolger gebar, ließ Heinrich sie fallen. Auch wenn die meisten Anklagepunkte gegen Anne konstruiert waren, Heinrich glaubte schließlich selbst an die Schuld seiner Frau. Und das war seine große Tragödie. Schon lange ist nicht mehr so viel gefeiert worden wie vor und nach Annes Tod. In den Küchen im königlichen Palast wird auf Hochtouren gearbeitet. Heinrich will sich amüsieren mit Jane Seymour, die er nur einen Tag nach Annes Hinrichtung geheiratet hat. Der König scheint wie im Rausch. Mit orgiastischen Festen und kulinarischen Genüssen betäubt er jede Regung von Reue. Niemand soll glauben, dass Annes Sturz eine Niederlage für ihn ist oder einen Wechsel seiner Politik bedeute. Doch das große Drama in Heinrichs Leben bleibt bestehen. Auch wenn er der bisher mächtigste König Englands ist, wenn es ihm jetzt nicht gelingt, mit seiner dritten Frau einen Thronfolger zu zeugen, waren aus seiner Sicht alle seine politischen Erfolge umsonst. Bei Hof ist man entsetzt über die Exzesse des Königs und seine Gleichgültigkeit. Der Tod von Anne scheint ihm egal zu sein. Er feiert seine neue Liebe. Heinrich ist unersättlich. Er verschlingt Unmengen von Süßspeisen und Zuckerwerk. Sein Alkoholkonsum ist immens. Er trinkt bis zu 6 Liter Bier und Wein pro Tag. Er ist der Inbegriff des zügellosen, sinnenfrohen Herrschers. Doch in der gleichen Zeit unterschreibt Heinrich ein Todesurteil nach dem anderen. Sein Regime wird immer brutaler. Seine Untertanen werden überwacht und drangsaliert, tausende Ketzer hingerichtet. Nichts erinnert mehr an die gloriose Zeit, in der das englische Volk seinem jungen König zujubelte und sich nach den Kriegswirren der Vergangenheit Hoffnung auf einen langen Frieden machte. Heinrich ist fast 50. Jetzt, so scheint es, ist er am Ziel seiner Wünsche. Seine dritte Frau, Jane Seymour, schenkt ihm endlich den lang ersehnten Erben. Aber zu welchem Preis? Jane ist von der Geburt so geschwächt, dass sie wenige Tage später stirbt. Äh.
In Eilschreiben wird nach Frankreich und Spanien berichtet, unser Prinz ist wohlauf und saugt kräftig, ganz wie es sich für sein Alter gehört. Nicht nur Heinrich, ganz England ist glücklich über die Geburt von Prinz Edward. Die Tudor-Dynastie scheint gesichert. Aber er selbst ist bereits von einer schweren Krankheit gezeichnet. Nach dem Tod von Jane Seymour veränderte sich Heinrich VIII. Massiv. Man muss sich nur die Porträts aus dieser Zeit ansehen. Heinrich sieht fett und aufgedunsen aus. Er isst maßlos. Sein Wein- und Bierkonsum ist enorm. Dazu wird er zunehmend paranoid, wild und unberechenbar. Er verurteilt Menschen ohne ersichtlichen Grund zum Tode. Sein Gesundheitszustand hält ihn aber nicht davon ab, noch dreimal zu heiraten. Aber alle Ehen enden im Desaster. Seine vierte Ehe wird annulliert, sie wird nicht mal vollzogen. Heinrich findet seine deutsche Frau zu hässlich. Seine fünfte Frau wird wegen Ehebruchs hingerichtet. Nur seine sechste Frau sollte ihn überleben. Angenehm wird es an der Seite des fetten, nach Wundfäulnis riechenden Königs nicht gewesen sein. Heinrich ist zu einem Koloss angeschwollen, er kann sich kaum noch bewegen. Er ist den Ärzten ausgeliefert, die eine Therapie nach der anderen an ihm ausprobieren. Manch ein Arzt hat Angst vor der Launenhaftigkeit des königlichen Patienten, die ihm den Kopf kosten könnte. Apothekerrechnungen belegen, innerhalb kürzester Zeit steigen Heinrichs monatliche Ausgaben für Medikamente von 5 Pfund auf 6.300 Pfund. Ein beliebtes Allheilmittel damals war das Blutablassen. Was den König am meisten quält, eine seit Jahren nicht verheilende Beinwunde, die ihm unsägliche Schmerzen bereitet. Aus dem Frauenheld Heinrich ist ein bemitleidenswerter Schwächling geworden, der sogar auf die Hilfe seiner Frau angewiesen ist. Was sind die Gründe für die Leiden, die Heinrichs Persönlichkeit so stark verändert haben? Ein Spezialist an der Charité Berlin gibt uns Auskunft. Es sind verschiedene Krankheiten als Ursache für das Leiden Heinrich VIII. Diskutiert worden. Syphilis kann wohl verworfen werden. Die Cushing-Krankheit, eine Überproduktion von Cortisol, ist als Hypothese in den Raum gestellt worden. Dafür sehen seine Körperformen aber nicht typisch aus. Da würde man eher erwarten, dass er dünne Arme und Beine hat und nur einen aufgetriebenen Leib und einen roten, runden Kopf. Während das ja doch in den Bildern, die wir von ihm haben, alles ineinander überzufließen schien. Ich glaube, Heinrich VIII. Hat sich einfach zu gerne der Völlerei hingegeben, hat zu viel gefressen und gesoffen und infolgedessen wahrscheinlich im Alter sich die Zuckerkrankheit zugezogen, die dann ihrerseits zu weiteren Organschäden führt, wie zum Beispiel einer Schädigung der Nieren, sodass der Körper den Harn und die Flüssigkeit nicht mehr richtig los wird. Dadurch war er so aufgetrieben. Und in den Phasen, in denen die Zuckerspiegel im Blut besonders hoch sind, ist die Hirnleistung beeinträchtigt. Das kann diese Schwankungen seiner Gemütslagen und auch geistigen Leistungsfähigkeit erklärt haben. Im Winter 1546 verschlimmert sich Heinrichs Zustand. Fiebervisionen quälen ihn. Nur noch selten ist er bei Bewusstsein. Seine wichtigsten Berater hat er umbringen lassen. Zwei seiner sechs Ehefrauen starben auf dem Schafott. Von seinen Weggefährten ist kaum einer mehr am Leben. Wird er Reue empfunden haben? Heinrichs Tage sind gezählt. Er macht sein Testament. Unser Sohn Edward, heißt es darin, soll die königliche Krone und das Königreich England und Irland und unsere Anrechte auf Frankreich erhalten.
Stößt Edward etwas zu, soll erst Mary, die Tochter Katharinas, und nach deren Tod Elisabeth, die Tochter Anne Boleyns, Englands Oberhaupt werden. Heinrich kann schon nicht mehr sprechen, als ein Priester ihm die Sakramente erteilt. Er bittet den König, ihm mit Augen oder Hand ein Zeichen zu geben, dass er auf die Gnade Christi vertraut. Sehr fest soll der Sterbende die Hand des Bischofs gedrückt haben, bevor er verschied. Das Urteil der Nachwelt ist ebenso widersprüchlich wie sein Leben. Die einen verachten ihn als Blut- und Fettfleck der englischen Geschichte, während ihn die anderen als einen Herrscher preisen, der England mit starker Hand zu einem Platz unter den Mächtigen Europas verhalf. Die Entwicklung zum modernen England aber sollten weder Prinz Edward noch Mary vollenden. Ironie der Geschichte: Nach deren frühem Tod wird Elisabeth, die Tochter Anne Boleyns, die Geschicke des Landes bestimmen. Die gloriose Zeit ihrer Regierung, die als elisabethanisches Zeitalter in die Geschichte einging, machte durch die Blüte ihrer Kultur, das Theater Shakespeares, durch Entdeckungen und die Herrschaft über die Ozeane England zu dem, was es bis heute ist, eine der Großmächte der Welt. 1291 versammelt Edward Schottlands Adel um sich, um über den Thron des Landes zu entscheiden. Bald jedoch wird den Schotten klar, dass der Mann, den sie als Freund gerufen haben, seine Rolle völlig anders sieht. Edward tritt nicht als Schlichter auf. Er versteht sich als oberster Lehnsherr aller Schotten, der einen König einfach per Dekret einsetzen kann. Für Edward sind die Schotten keine Verbündeten mehr. Das freundschaftliche Verhältnis endete für ihn mit dem Tod Alexanders III. Nach Alexanders Tod gibt es keine persönliche Verbindung mehr. Edward will sich Schottland untertan machen. Oder zumindest die Gelegenheit nutzen, seine Oberherrschaft zu etablieren. Jetzt will Edward I. Schottland erobern und seinem Reich einfach angliedern. Für den Fall, dass die Schotten an Widerstand denken, zieht Edward an der Grenze eine schlagkräftige Armee zusammen. Edward ist es völlig egal, ob Robert Bruce der Ältere oder John Balliol auf den Thron kommt. Er hat vor, die Herrschaft des einen wie des anderen zu untergraben. Edwards Absichten im Hinblick auf ihren Thron lassen viele Schotten aufhorchen. Der Clan von Robert Bruce, dem Älteren, vertraut auf sein persönliches Verhältnis zum englischen König. Die Familie glaubte, Edward würde in ihr das künftige Herrscherhaus sehen. Robert Bruce der Ältere und Edward der Erste hatten gemeinsam an Kreuzzügen teilgenommen. Sie waren so etwas wie Waffenbrüder. Edward hatte großen Respekt vor den Leistungen dieses Mannes. Vielleicht fand Edward einige von dessen Charakterzügen im jungen Robert the Bruce wieder. Aber alte Freundschaft reicht bei Edward nicht aus. Roberts Familie ist enttäuscht, als sich der englische König für John Balliol entscheidet. Als John der Erste von Schottland soll er der nächste König werden. Diese Entscheidung entspricht vollkommen den rechtlichen Vorstellungen dieser Epoche. Erstgeburtsrecht. Der erstgeborene Sohn erbt. John Balliol kommt einem erstgeborenen Sohn von Alexander III. Am nächsten. Den meisten war wohl klar, dass John Balliol den stärksten Anspruch hatte. Aber die Familie von Robert the Bruce hat behauptet, dass König Edward John Balliol willkürlich ausgewählt hat, obwohl eigentlich ein Bruce auf den Thron gehörte. Es war für sie eine ausgemachte Sache, dass Edward I. nur aus Eigennutz den schwächeren Mann auf den Thron gehievt hatte. Edward wusste genau, was er wollte. Das war John Balliols Verhängnis. Egal, wer König wird, derjenige hat auf keinen Fall etwas zu sagen. John Balliol ist keine herausragende Persönlichkeit. Er hat weder Durchsetzungskraft noch militärische Führungsqualitäten, noch leistet er etwas. Er ist ein schwacher König. Man fragt sich, ob er überhaupt etwas zu sagen hat. Zusätzlich musste er auch noch mit den Commons fertig werden. John Balliol kennt sich in schottischer Politik nicht besonders gut aus. Anders die Commons. Sie sagen ihm, was er zu tun hat. John Balliols Regierungszeit beginnt 1292. Er geht in die Geschichte als König ohne Macht ein. Er wird von der Familie Comyn unterstützt und in größeren militärischen Auseinandersetzungen in Schottland gegeben. Es gab also keine kriegserprobten Veteranen mehr und niemanden, der eine Armee zu führen wusste.
Es ist schon erstaunlich, mit welcher Selbstüberschätzung die Commons mit ihrer Armee in England einfallen. Und dann platzt die Seifenblase natürlich. John Balliols Strategie scheitert sehr schnell. Sie war nicht wirklich so, dass man sie hätte empfehlen können. Nachdem die Bruces den Angriff der Commons auf England zurückgeschlagen haben, treffen Edwards Truppen beim weiteren Vordringen in Schottland auf wenig Widerstand. Bei Berwick, dem südlichen schottischen Außenposten, will Edward jetzt den Schotten zeigen, dass er ihre Revolte sehr ernst nimmt. Edward I. machte mit seiner Armee vor Berwick Halt und befahl der Stadt, sich zu ergeben. Die Einwohner weigerten sich. Am Tag darauf wurde Berwick von Edwards Truppen gestürmt. Edward statuiert ein Exempel. Er kennt keine Gnade. Alle, Männer, Frauen, Kinder, werden brutal abgeschlachtet. The memory of Berwick. Die Schotten haben das Massaker von Berwick lange Zeit nicht vergessen. Es steht symbolisch für die Gräuel dieses Krieges. Es machte jede freundschaftliche Beziehung zwischen Schottland und England für Jahrhunderte unmöglich. In nur 4 Monaten schlägt der englische König Edward I. die Schotten vernichtend. König John Balliol hat keine Wahl. Er muss sich bedingungslos ergeben. John Balliol verliert sein Königreich an Edward I. Nun hat Edward fürs Erste sein Ziel erreicht. John Balliol wird in einer Zeremonie abgesetzt. Sein Wappenschild und alle schottischen Embleme werden ihm vom Körper gerissen. Er muss auf die Knie fallen und um Vergebung für seine schrecklichen Verbrechen bitten. John Balliol geht ins Exil. Als selbstständiges Königreich besteht Schottland nur noch dem Namen nach. Der Bruce Clan wittert seine Chance. Es wird erzählt, dass der Vater von Robert the Bruce zu Edward gegangen sei. Lasst ihr euch unsere Ansprüche auf den Thron noch einmal durch den Kopf gehen, soll er gefragt haben. Edward antwortete, haben wir denn nichts Besseres zu tun, als für euch einen Thron zu beschaffen? Der Bruce Clan war beleidigt. Ihnen war klar, dass sie ihre Chance auf den Thron verpasst hatten. Damals müssen nicht nur die Bruces, sondern auch die anderen Schotten erkannt haben, dass Edward I. sich nicht zurückziehen würde. Es ging nicht nur um John Balliols Absetzung, es ging auch um die Unabhängigkeit Schottlands. Es sollte als englische Provinz regiert werden, genauso wie Wales regiert wurde. Innerhalb der schottischen Freiheitsbewegung sind die Bruces 1296 die Bösewichte. Die Krone immer fest im Blick hatten sie für England gekämpft. Keiner konnte zu diesem Zeitpunkt ahnen, dass Robert the Bruce zu einem legendären Führer und König der Schotten werden sollte. Well, of course, in 1296. Im 13. Jahrhundert blickt die christliche Welt auf Schottland. Der Thron ist verwaist. Das Land steht kurz vor einem Bürgerkrieg. In diesen Wirren tritt ein Mann auf, der Schottlands größter König werden sollte. Dies ist die Geschichte von Robert the Bruce und seinem unerbittlichen Ringen um die schottische Krone. In einer Zeit blutiger Kriege zeigt sich Robert the Bruce als tapferer und kluger König, aber auch als niederträchtiger Mörder. Geschichte machen diejenigen, die über den unbedingten Willen zum Sieg verfügen. Und zwar um jeden Preis. Januar 1306. Der Schotte Robert the Bruce, Lord von Annandale, Earl von Carrick, besucht seine englischen Besitzungen. Dort erfährt er, dass König Edward I. von England ihn verhaften lassen will. Sein Leben ist in Gefahr. Er muss sofort nach Schottland zurück, in das Land, über das er herrschen will. Die Schotten machen gerade eine der turbulentesten Zeiten ihrer Geschichte durch. Sie haben keinen eigenen König mehr und müssen sich gegen die Übermacht der Engländer unter Edward I. wehren. In 1306
Schottland war bis 1306 weitgehend unter englischer Kontrolle. Edward I. von England hatte Schottland ganz und gar und äußerst brutal unterworfen. Edward sah Schottland nicht als selbstständiges Königreich. Für ihn war das schottische Land ein Teil von England, wie Wales und Irland. Nur das war es für Edward. Auf alle Fälle kein Königreich mehr. Der Niedergang Schottlands als selbstständige Nation begann viel früher. 1286 kam König Alexander III. Bei einem nächtlichen Reitunfall ums Leben. Seine Enkelin, die einzige Thronerbin, Margaret, Maid von Norwegen, starb 1290 während einer stürmischen Überfahrt nach Schottland. Von da an hatte das Land keinen Monarchen mehr. Der Tod unseres Königs Alexander ließ eine gute Institution zur Belastung werden. Das war der entscheidende Wendepunkt. Margaret starb unglücklicherweise bei der Überfahrt. Sie sollte Edwards Sohn heiraten, den künftigen Edward II. Diese dynastische Verbindung hätte zu einer Union von Schottland und England geführt, und das Jahrhunderte, bevor es tatsächlich dazu kam. Es gab die Vorstellung, dass bald ein König kommen und den Thron an sich reißen würde. Das war ein großes Problem für die Schotten. König Alexanders Haus war ausgestorben. Überall gab es jetzt Gruppierungen, die den Thron für sich forderten. 13 Bewerber erhoben Anspruch auf den Thron. Aber nur zwei Kandidaten kamen wirklich in Frage. John Balliol und Robert Bruce der Ältere, der gleichnamige Großvater des späteren Königs. Der Enkel dieses Mannes und künftige Nationalheld ist 1290 noch ein junger Mann. Aber er kennt die politische Konstellation sehr genau. Um ihn zu verstehen, muss man einen Blick auf Roberts Kindheit und Familie werfen. Es muss schon etwas Besonderes gewesen sein, auf den großen Besitzungen der Familie wie in Turnberry Castle aufzuwachsen, erzogen vom Großvater mit seinem Thronanspruch. Mit seinen glanzvollen Auftritten bei Ritterturnieren würde man ihn heute einen Playboy nennen. König Edward I. empfand freundschaftliche Gefühle für den jungen Robert the Bruce. Ihm imponierten dessen militärische Talente. Der junge Robert the Bruce war ein Mann mit einer glänzenden Zukunft und Erbe von Titeln und Ländereien in Schottland und England. In einer Zeit ritterlicher Kultur erlangte er schnell den Ruf, einer der edelsten Ritter der Christenheit zu sein. Falls der Thronanspruch seiner Familie anerkannt würde, fiele ihm bald sogar noch ein Königreich zu. Familienoberhaupt in Roberts Jugend war sein gleichnamiger Großvater Robert Bruce der Ältere. Das muss ein ganz außergewöhnlicher Mann gewesen sein. Er hatte an Kreuzzügen teilgenommen und war Großgrundbesitzer in England und Schottland. Er besaß ungeheuren Einfluss auf seinen Enkel, den jungen Robert. Er erzog ihn in dem Glauben, seine Familie habe einen berechtigten Anspruch auf den Thron. Dieses Ziel müsse man unbeirrt verfolgen. Aber der Weg zum Thron ist voller Hindernisse. John Balliol macht seinen Anspruch geltend. Seine Mutter ist eine Cousine von Robert Bruce, dem Älteren. Er wird durch den mächtigen Comyn-Clan unterstützt. Die Comyns sind erbitterte Rivalen der Familie Bruce. Die Balliols und die Comyns waren wirklich sehr eng verbündet. John Balliols Schwester heiratete John Comyn. Das war für beide Familien von größter machtpolitischer Wichtigkeit. Die Balliols brachten ihre königliche Abstammung ein. Als diese Allianz geschmiedet wurde, regierten die Comyns wie Vizekönige in Nordschottland. Diese Kombination stärkte ihre politische Macht. Die Schotten konnten sich auf keinen Thronfolger einigen. Es drohte ein Bürgerkrieg zwischen den rivalisierenden Clans. Nur eine geachtete Autorität von außerhalb konnte entscheiden, wer der rechtmäßige Thronerbe ist. Und so wandte sich der schottische Adel an König Edward I. von England, einen Mann, der von jeher als Freund des Landes galt. Er war der Schwager des verstorbenen Schottenkönigs und stand dem Thron sehr nah. Die Schotten mussten jemanden von außen holen. Edward galt in ganz Europa als fähiger König. Er war ihr Nachbar. Das erschien sinnvoll.
Aber Edward I. war so etwas wie ein Imperialist. Er hatte französische Besitzungen. Er versuchte, Aquitanien zurückzuerobern. Edward hat, wie jeder weiß, die Waliser brutal unterjocht. Deshalb muss man sich schon etwas über die Schotten wundern. Beherrscht. Aber König Edwards Einmischung macht eine effektive Ausübung der Herrschaft durch John Balliol unmöglich. Edward I. machte ständig Druck. Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, war Edwards Kriegserklärung an Frankreich. Edward verlangte von König und Adel Schottlands, ihm für seinen Frankreich-Feldzug bewaffnete Truppen bereitzustellen. Die schottische Armee war aber nur für die Verteidigung gedacht. Sie sollte nicht in Frankreich kämpfen. König John I. weigerte sich und zog so den Zorn Edwards auf sich. John Balliol verweigert Edward nicht nur seine Truppen. Er geht sogar ein Bündnis mit Frankreich ein. Er ruft die Schotten zu den Waffen. Die verhasste englische Oberhoheit soll abgeschüttelt werden. Aber nicht alle Schotten stellen sich hinter ihren König. Für den Bruce-Clan ist das John Balliols Krieg. Deshalb lehnen sie es ab, unter dem Banner ihres Rivalen in den Krieg zu ziehen. Stattdessen gehen sie auf Edwards Seite über. Nicht die erste und nicht die letzte Tat, die ihnen später den Ruf von Verrätern einträgt. Die Vorstellung, sie seien Verräter, ist eine völlige Verkennung der mittelalterlichen Gegebenheiten. Das war reine Machtpolitik. Es ging um die Bildung starker Allianzen. Wenn das mit dem englischen König möglich war und wenn es den Bruces oder irgendeinem anderen in Schottland nutzte, dann zögerte keiner lange. Robert the Bruce und seine Familie konnte gar nicht daran gelegen sein, John Balliols Herrschaft zu unterstützen. Der Graben zwischen ihnen und dem König mit seinen Anhängern war schon zu tief. Als Edward I. in Schottland einfällt, unterwirft sich der Vater von Robert the Bruce samt seiner Familie. Es ist wahrscheinlich, dass Robert the Bruce, der spätere König Schottlands, in Edwards Heer dient. Ziemlich sicher ist, dass er sich zusammen mit seinem Vater Edward I. unterwirft. Im März 1296 marschieren Edwards Truppen in Schottland ein. Bevor es zu ersten Kämpfen kommt, wird John Balliol den Clan von Robert the Bruce bestrafen. Die Bruces stehen auf Edwards Seite. Zur Strafe verlieren sie ihre Besitzungen in Schottland. John Balliol schenkt sie ironischerweise den Commons, ihren erbitterten Rivalen. Man muss berücksichtigen, dass ihre Besitzungen in England viel umfangreicher waren als die in Schottland. Eine der bedeutendsten Triebfedern mittelalterlicher Politik war der Erwerb und wichtiger noch die Sicherung von Landbesitz. Den Bruces muss damals klar gewesen sein, dass sie im Süden eine glanzvollere Zukunft haben als im barbarischen Norden. Für den jungen Robert the Bruce ist das die Chance, sein militärisches Geschick unter Beweis zu stellen. Die Bruces sollen die Festung Carlisle auf englischem Boden gegen die Schotten halten. Das ist sehr interessant. Die erste wirklich militärische Aktion im schottischen Unabhängigkeitskrieg war John Comyns Überfall auf das englische Carlisle. Die beiden Männer, die die Festung verteidigten, waren Robert the Bruce und sein Vater. Seit drei Generationen hatte es keine